So, als allererstes natürlich mal wieder hier Details, Telemetrie, Minikarte, komplette Strecke. Wunderbärchen. Und Abstand ist führender. So. Ja, die Brusthaarwette machen wir nach dem ersten Rennen. Gerade wird Blitzquali gefahren. Vielen, vielen Dank für nochmal die ganzen Subs. Da werden wir jetzt aber gleich während des Rennens nicht drauf eingehen. Da werden Andi und ich uns komplett drauf konzentrieren, wo hier die geilen Matches stattfinden. Und guck mal, wie ich gesagt habe, Jay aktuell auf Platz 2. Hey, Jay ist mittlerweile starker Boy, muss man ihm lassen. Marcel Kiefer ist ja professioneller F1-Fahrer, ne? Also E-Sport. Ja. Er ist beim letzten Mal schon mitgefahren, also da wundert es nicht, dass er auf Platz 1 ist, aber Jay aktuell auf Platz 2, das ist sehr gut. Jawohl, ich muss sagen, auch Mirari von TFC war beim letzten Mal auch ziemlich gut. Ja. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie es da oben ansieht. Andi, guck mal, ist auch gerade Zweiter. Jay hat die Kurve wohl einen Ticken zu langsam genommen. Und Marcel fährt auf gelben Reifen, genauso wie Mirari und Marc. Das sind die Einzigen, die auf gelben Reifen fahren. Ingame bitte lauter. Das kriegen wir natürlich auch noch hin. Dave ist sehr weit abgeschlagen auf Platz 12. Sepp auf Platz 9. So. Peter auf 15. Chris auf 13. Und damit ist Jay Dritter. Also René ist ab dem zweiten Rennen dabei. Wurde uns mitgeteilt. Und nicht schlecht, muss man aber sagen. Nur 0,6 ja. Sekunden. Das ist natürlich jetzt schon noch ein Abstand, aber... Ja, aber ich finde das schon dafür, dass man halt ab und zu fährt gegen jemanden, der professionell fährt. Genau. Delta ist Letzter, echt? Hatte ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Also eine Pole auf Mediums. Oh Mann, ey. Unsere Mods sind auf jeden Fall kacke. Ja, 16 Sekunden, also... Ist das die 107% Zeit noch? Ich weiß es nicht. Dena ist 10. geworden. Und ja, der Dave beste nur 11. Also das, ja, das bin ich auch enttäuscht. Überrascht mich. Duki 18. Ray ja. 5. Ja. Ja, Ray fährt tendenziell auch immer gut. Ja, genau. Das überrascht jetzt nicht so. Ich weiß nicht, wer von den anderen alles streamt, aber wenn ihr die Einzelperspektiven sehen wollt, dann müsst ihr logischerweise bei dem jeweiligen Fahrer zugucken, sofern sie denn dann streamen. Nee, Andi fährt nicht und kommentiert. Das wäre ziemlich krass, wenn er einfach Zweiter geworden wäre und nebenbei kommentiert. Das wäre schon cool. Aktuell haben alle die gleiche Leistung, ja. So, und Jay streamt nicht? Nein, ich streame. Wie man sieht. Deine Oma streamt auch, ja. Und wieso Mikkel nicht mitfährt, weiß ich auch nicht. Ja, das verstehe ich auch nicht. Der größte Formel-1-Fan bei uns, ja. Dass der hier nicht mitfährt. So. Was ist da los? Einführungsrunde. Genau. Da werden kurz die Reifen noch ein bisschen warm gemacht. Noch hält sich Jay daran, keinen zu überholen. Das ist auch ungewöhnlich. Neu. Ja, also er hat sich auf jeden Fall in letzter Zeit sehr gesteigert. Moralisch regelkonformer ist er geworden. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Gura, 25 Euro, vielen Dank. Bram fährt mit, sobald Formel 1 mehr wie GTA wird. Jo, dann kann ich mir das wirklich vorstellen. Wenn du dir eine Nutte ins Auto holen kannst, ne? Und die mir dann richtig geil einbläst für $20. So sieht's aus. Dann ist okay. Christian ist gerade 13. Also startet wird als 13. starten. So, Sepp startet direkt hinter Dave, dahinter dann direkt Chris. Marc, dann kommt Peter schon. Also Jay mit Platz 3 auf jeden Fall von Team Pizmi zumindest, mit Abstand vorne.
Ah, ich soll ganz kurz das Spiel noch einen Tick lauter machen, das kriegen wir hin. Das ist gar kein Problem. Und das Zuschauermenü machen wir natürlich noch aus. Wobei wir die Details natürlich brauchen. Auf Reif. Ne, auf Stopp. So. Bin gespannt, was jetzt gleich am Anfang passieren wird. Start natürlich immer sehr spannend. Herr Dave, Sepp, Mark, Porn4Gamers und Wusi, die sind alle auf Mediums, genauso wie Mirari und Marcel Kiefer, die ja sowieso in den Top 10 waren und nicht wechseln konnten. Der Rest fährt auf Soft. So, wir gucken am Anfang am besten Ray zu, würde ich sagen, in der Zuschauerkamera. Also nicht die Bordperspektive, ich glaube, da dürften wir mit am meisten sehen. Mhm. Die Farben bei den Reifen stehen halt für den Härtegrad der Reifen. Gelb steht halt für Medium und Rot für Soft. Und ich glaube, Grau ist es für Super Soft. Blau für Regenreifen. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ob ich die richtigen Farben sage. Aber so funktioniert es ungefähr. Es geht los, der große Preis von den USA. Leck mir die Cojones. Ich wollte gerade sagen, wieso fährt denn keiner los, obwohl die Ampel irgendwie schon so lange aus war. Enges Feld auf jeden Fall. Marcel Kiefer, Andi, ja. Und Marcel Kiefer ganz vorne. Oh, 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 da ist direkt jemand, ja, raus. Ja, Sepp ist da, hat einfach ungebremst in die Kurve reingefahren. Aber niemand draußen. Jay Fünfter gerade. Und ja, alle auf der Strecke. Auch ja, nicht Dave so oft. Ja, Dave kommt sehr viel besser durch die S's hinter Felix direkt. Konnte ihn jetzt aber nicht überholen. Ja, da guck mal, gelbe Flagge. Oh, wen hat's erwischt? Sky-Kartoffel? Ja. Der hat sich gedreht. Und da dreht sich noch jemand. Mickels, Mike hat sich gedreht. Holla die Waldfee. Andi auf jeden Fall gerade Erster. Wird überholt von Marcel Kiefer. Innen? Ja, hat er easy gemacht. Kann Andi sich dann nochmal zurückholen? Ja, Mirari ist auch direkt hinten dran, also. Das ist knapp auf jeden Fall bei den ersten da vorne schon wieder. Bin auch gespannt, ob Marcel diesmal weit wegfahren kann oder nicht. Sepp ist allein und fährt nächstes Rennen mit Marcel Rast. René Rast, nicht mit Marcel Rast, Marcel Kiefer. Oh Gott, zu viele Namen. Christian hat gerade Ray überholt. Und schön, ich bin gespannt, was so bei den Top 3 vorne geht. Felix weit hinter Dave Gaming. Ray geht jetzt an die Box, weil er am Start von Sepp getroffen wurde. Das Übliche. Und ganz vorne haben wir Andy. Doch. Ah, da ist die Intervallzeit falsch. Ja gut, okay, das passiert schon mal in den ersten Runden noch. Weil 0,017, das sieht nicht aus wie 0,017. Jay verliert so ein bisschen Raum zu den ersten drei. Ja, und Dave dachte sich gerade, ich mache ein bisschen größer die Kurve. Ja, Felix direkt hinter Dave. Peter direkt hinter Felix, aber mit ein bisschen mehr Abstand. Also Felix und Dave, gelbe Flagge. Duki hat die Session verlassen. Duki hat die Session verlassen, das tut mir sehr leid. Wir gucken, fährt aber noch. Also zumindest sein Geist wahrscheinlich. Ja, den er auch stark gerade. Ja, sagt sich jetzt an Dave ran. Das wird aber wahrscheinlich zum Kurvenende nicht. Ja, innen. Aber er hat Platz gelassen. Ja. Aber den erkennt man auch. Aggressiver Fahrstil. Ja, also wenn er eine Lücke sieht, dann probiert er die auf jeden Fall auch auszunutzen. Dave aber weiterhin vorne. Ja, das hat jetzt nicht so funktioniert. Oh, ich habe die Telemetrie nicht an. Entschuldigung. Ich wusste, Andi jetzt nur noch auf Platz 3 hinter Mirari und Marcel Kiefer, der sich jetzt schon echt gut absetzt. 2,2 Sekunden auf den zweiten ist schon auf jeden Fall ein Stück. Ja, nach Runde 3 oder nach Runde 2 besser gesagt. Die Ängste sind auf jeden Fall gerade Felix und Dave. Felix saugt sich da gut ran. Und ich muss sagen, in Relation zu anderen Rennen bisher geht. Noch keiner raus, also außer aufgrund von einem technischen Fehler mit Duki.
Aber niemand irgendwie sonst raus. Nur Ray musste bisher in die Box. Genau. Da haben wir schon krasseres. Das ist auf jeden Fall, ja. Ja, Felix verliert jetzt ein bisschen auf Dave. Und Jay weiterhin auf Platz 4. Also kann sich da auch einigermaßen noch zumindest an Andy und Mirari dran halten. Master Kiefer ist sowieso schon Mark weg. Zieht jetzt an Sepp sofort vorbei. Nee, doch nicht. Hatte die Kurve nicht hoch genug genommen. Delta auf der 15. Und Walle direkt hinter Mark. Der saugt sich auch gut ran. Versucht das noch vor der Kurve. Tut er. Oh, sie ziehen zu dritt raus. Nee, tun sie nicht. Alle geben nach. War aber schön anzusehen. Ja, also Sepp kann da jetzt im Prinzip in einer Kurve sehr viele Plätze verlieren. Ja. An den Chat an dieser Stelle, für alle Leute, die nicht mitmachen, die müsst ihr selber fragen. Ja, grundsätzlich sind alle eingeladen, die beim letzten Mal auch dabei waren. Also ich habe schon öfter gesehen, warum ist der nicht dabei oder der? Das liegt nicht an uns. Wir geben ihnen nur den Termin vor, die werden dann eben nicht gekonnt haben. An der Boxenstopp. Jetzt schon in Runde 4. Und Dave zieht gerade an Dena wieder vorbei. Der Sepp-Train, Alter. Wie Sepp einfach. Und ist hinter Sepp auch noch Mark rausgekommen? Ne, Mark zieht direkt an Sepp wieder vorbei. Was heißt direkt wieder? Zieht das erste Mal vorbei. Und Walle Gaming ist dahinter. Mal gucken, ob er es jetzt einfach schafft. Ich weiß nicht, ob Duki schon wieder dabei ist oder Dukis Bot nur. Christian auch Duki in der Box. Duki hat einen Spielabsturz, ich habe ihn gerade wieder eingeladen. Okay, warum ist Christian letzter? Ist ja, aber vom Abstand her würde ich nicht sagen, dass er irgendwie einen krassen Fehler gemacht hat. Alter, wie Sepp alle auffällt gerade. Vier Fahrer mittlerweile hinter Sepp. Schon schmackhaft. Und Walle Gaming wird jetzt sofort probieren. Da ist DRS gezündet. Ja, ich weiß, nur der Heckflügel ist umgestellt worden, aber erinnert nichts daran. Da das für mich die Zündung ist. Walle an Sepp vorbei. Duki direkt dahinter. Oh Gott, Andi, Junge, direkt dazwischen gedrängelt. Holla, die Waldfee. Und Felix und Peter mittlerweile auf 5 und 6. Hätte ich nicht gedacht, dass sie da oben mitfahren. Oh, gelbe Flagge. Wo ist was passiert? Ich sehe jetzt erstmal nichts. Felix hat jetzt Dave überholt, aber Dave versucht sich hier direkt wieder zurückzukämpfen. Und in den S's jetzt. Wie es aussieht. Knappe Nasenspitze ist Dave vorne. Und bleibt vorne erstmal. Oh, Dena nimmt die Kurve sehr ausladend. Chris hat die Session aufgegeben. Delta ist raus. Offenbar, ja. Oh, da haben sich beide ein bisschen weggedreht. Müssen beide kämpfen, Felix und Dave hier, aber Dave weiter vorne. Oh, spät gebremst, Felix. Leck mich am Arsch. Aber alles gut noch. Alles gut. Nicht viel passiert. Wir gehen mal ganz kurz zu Delta in den Channel. Bei Christian wisst ihr schon, dass er technische Probleme hat. Während wir zu gucken, wie Felix gerade vorbeifährt. Ja, mach mal. Ich konnte mich nicht wegbewegen. Und da ist Delta. Was ist passiert? Ich habe mich ganz vorher ganz leicht gedreht gehabt und bin dann wieder links auf die Strecke und dann kam Chris, weil der die Flagge bekommen hat, kam der dann in mich rein. Der hat mich gar nicht so schnell gesehen. Das war direkt hinter der Kurve. War direkt hinter der Rechtskurve, stand da so ein Delta auf der Ideallinie. Und ich kam da mit 240 angepest. Oh Mann, ab. Ey. Wollte extra, ich hab mir gedacht, weißt du so, okay, die einzige Chance, die du vielleicht noch hast, einfach in die Box fahren, dann durchfahren. Ich wollte auch gerade in die Box fahren. Weil den einzigen Fehler, den ich gemacht habe, war ein eigener Fahrfehler, der mich echt geärgert hat, wenn meine Reifen heiß waren. Joa. Hashtag Delta-Gate. Alles klar, dann. Ach, war das alles okay, es ist halt passiert im Rennen. Ich fahre auch normalerweise, wenn ich draußen bin, einfach auf die Ideallinie. Das ist schon okay. Oh, Dave und Felix haben sich berührt. Wir gehen wieder zurück in den Mod-Channel. Ich geh wieder runter. Und gerade wird gut durchgewechselt, viele Boxenstops in Runde 6 von 14 im ersten Rennen. Scarface ist nicht dabei, müsst ihr ihn fragen, wir wissen nicht, wo er ist.
Genau, Jay war an der Box, Peter war an der Box. Andi war ja sowieso schon. Genau, wir zeigen euch kurz die Boxenstops bisher. Oh, Felix Jay. Von Dave. Kleines bisschen gedreht worden. Alter, die beiden gönnen sich aber auch nix, ey. Ja, aber ist schön. Also, beide fahren eigentlich doch recht fair, finde ich. Ja, bis auf die kleine Berührung gerade von Dave an Dana. Ja gut, also dass kleinere Berührungen passieren. Felix ja. Kann sich jetzt ransaugen, auch mit DRS. Jay schön an Walle vorbei, Felix an Dave vorbei. Aber sind noch viele Runden, da wird Dave ziemlich sicher nochmal vorbeikommen. Beide müssen auch noch in die Box. Genau, also Peter war ja gar nicht so weit weg von Felix, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor dem Stop. Das heißt, er wird wahrscheinlich jetzt so eine Art Undercut probieren. Ja, Ray gerade an Wusi vorbei. Und Mirari in der Box. Felix und Dave folgen. Oh, Felix hat sich da ein bisschen verbremst bei der Boxeneinfahrt, aber alles gut gegangen. Die beiden, bin ich gespannt. Ja, Dave wird jetzt dementsprechend auf die Roten wechseln. Und Dana dafür auf die Gelben. Und Felix hat Dave in der... Nein, nee, bleibt. Felix war schon vorne. Ja, stimmt, war schon vorne. Bleibt auf jeden Fall so, ja. Oh, Ray kommt jetzt dazu hier. Fährt dazwischen, ist genau zwischen Felix und Dave. Ah, das ist jetzt für Felix natürlich das, super. Das ist ja für Dave richtig beschissen, ey. Man merkt richtig, wie Dave gerade auch ein bisschen nicht Vollgas geben kann, weil er sonst Ray hinten reinfällt, weil der Tempo irgendwie nicht drauf kriegt. Und Peter ist vor Felix. Das heißt, der Undercut hat funktioniert, zumindest auf seinen Teamkollegen. Nur so wie Felix eben gefahren ist, wird er ihn zwangsläufig in ein paar Runden wieder haben. Ja, Max ist gerade von Andy überholt worden. Mal gucken, ob er sich zurückholen kann. Aber die beiden da vorne auf jeden Fall auch gut am Gas geben. Und 24 Sekunden mittlerweile auf Marcel Kiefer, der ganz allein jetzt in die Box fährt. Oh, oh, und Ray. Ray! Rad an Rad mit Felix. Oh, da wird Dave halt rausholen, oder? Ja, Dave ist auch direkt hinten dran. Also er muss jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Dave versucht es jetzt innen, Felix in der Mitte, Peter jetzt auch gar nicht mehr so weit weg. Dreht sich da so ein bisschen weg. Oh, wir fahren fast zu dritt nebeneinander, ey. Ja. Also Felix hält die Gruppe gerade so ein bisschen auf, habe ich den Eindruck. Er kann sich aber wieder nach vorne setzen. Und Marcel fährt sofort aus der Box raus. Und da hat Felix Ray rausgedrückt. Da haben sich die Reifen berührt. So, jetzt dürfen die hinteren alle DRS zünden. Dave vorbei an Ray. Ja. Und Dave vorbei an vielleicht Dana. Oh! Oh, guck euch das an, Junge! Nee, noch nicht. Skykartoffel ist gerade vorbei an Walle und Duki durch den Boxenstopp. Und bleiben. Dave versucht jetzt in den SS an Felix vorbeizukommen, drückt ihn ein bisschen raus und ist vorbei. Erstmal vorbei. Boah, aber die beiden, die geben sich nichts, ey. Da sind wirklich nur teilweise Millimeter. Lass uns bei Dave in den Channel gehen. Rausgekommen in dem S. Dave, ja? Hast Stress? Nö, geht doch alles. Ich habe halt keine Sekunde F1 gespielt seit dem Wochenende. Aber es geht gerade alles. Überhol gerade Pete. Ja, sehen wir. Wir gucken dir gerade zu. Ja, sorry an Felix. Ich bin da ein bisschen weit rausgekommen in den S's. Ich habe den Flügel verstellt. Es könnte sein, dass es ein bisschen untersteuernd bei mir gab. Fährt jetzt nochmal innen. Versucht's wieder, aber es ist zu langsam. Hey, wir wechseln mal ganz kurz zu der Konkurrenz in den Channel. Mal gucken, was die dazu sagen. Jo, sorry, an Dana bitte weiterleiten. Jo, gehen wir weiter. Wo sind die denn? Das Team 10. Mein Chat nur so, boah, wow, was? Dana, wir sollen uns entschuldigen bei dir. Also Dave entschuldigt sich bei dir. Ja, und er hätte vielleicht einfach mal sich nicht bei dir entschuldigen sollen, sondern er hätte vielleicht einfach mal mich wieder vorbeilassen können, wie ein Gentleman das machen würde. Nee, er hat sich schließlich entschieden, dass wir dir eine Entschuldigung vorbeibringen sollen. Ja, das ist... Entschuldigung nicht angenommen.
Oh, Peter, ne? Nur weil wir jetzt im Channel sind, dich beobachten, musst du ja nicht direkt ins Gras fahren. Ja, kurzer Abstecher für die Fans. Wo kommt der Ray auf einmal her? Der war die ganze Zeit im Zweiger, der war Sandwich. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Rennen gewesen da zwischen euch beiden, aber die Sache ist wahrscheinlich entschieden. Sofern keiner mehr einen Fehler macht. 5 Sekunden. Aktuell sieht das generell ganz gut aus für Felix und mich dafür, dass wir so scheiße gestartet sind. Wir haben beide nicht trainiert, nicht eine Sekunde. Ja. Ja, aber das kann man ja auch einfach, wa? Ah, Profi, wir sind ja GPO-Veteran, ist ja ein Logo. Ja. Peter, haben uns noch nicht entschieden, wann wir uns zu welchem Zeitpunkt auf dieser langen Geraden hier gleich abschießen werden, aber ja. Das kommt auf jeden Fall noch. Für die Fans und damit wir gleich im nächsten Rennen das gute Auto haben. Sag dann vor Bescheid, damit wir wenigstens auf Kamera haben. Ja, ich versuch. Oh, Ray, das ist bei mir immer so eine Kurzschlussreaktion. Wow, Alter, was sind du vor mir? Ja, jetzt kommt Marc noch dazu. Direkt hinter Felix. Ja, der ist auch schnell unterwegs, der Junge. Oh, Ray, auf jeden Fall ein Ticken schneller als Peter. Was ist eigentlich am Start passiert? Hat Sepp irgendwie alle weggekegelt? Ja, oder so? Sepp ist in Ray reingefahren. Das erklärt, warum Ray hinten ist. So, jetzt die Frage. Wird das gleich passieren? Startziel. Ja, ich habe mal wieder kein fucking DRS. Jetzt DRS. Er zieht links raus. Ah, Peter, oh, Doppelüberholmanöver an den Mercedes. Ich kann nicht verteidigen, da kann ich wenigstens die Kurve besser nehmen. Marc an Dena vorbei. Ist er langsam? Ah. Oh. Nee, Dena wieder. Alter, der schiebt Peter ihn an. Junge, ihr seid zu langsam. Oh! Alter, Felix und Ray, was ist das Wort? Reifen an Reifen. Alter. Der Rad an Radduell. Ah! Und weggedreht. Nein, Felix! Ja, war zu optimistisch von mir, dass ich da reingehe. Aber Gott sei Dank kann Ray weiterfahren. Hab nicht super viel verloren, aber Skycat auf jetzt hinter mir. So, wir gehen mal wieder nach oben. Marc zieht jetzt gerade noch an Ray vorbei. Oh, Ray hat mal einen richtig schönen Mixer-Move gemacht. Also man sieht schon, also Ray ist schneller als Peter. Also Peter hält die Beine jetzt so ein bisschen auf, Marc. Ja. Sepp aktuell letzter vom fahrenden Feld. Und auf jeden Fall da im Mittelfeld gerade das enge Höschen. Dena aber gerade auch wieder auf Sky-Kartoffel am Aufholen. Ah, wobei, 4/10. Ja, den Platz musste er eben zurückgeben. Also, das heißt zurückgeben, aber er musste ihn hergeben an Sky Kartoffel, weil er sich ja ein bisschen weggedreht hat. Bei den anderen gerade Marcel Kiewer mit über 9 Sekunden Erster. Der wird, sofern da ganz vorne nicht mehr großartig was passiert. Oh, da ist gelbe Flagge. Wo ist was passiert? Wir gucken. Scheint nirgends. War Sektor 2 eigentlich, aber da ist gar keiner. Wieder weg. Ja. Spannendes Rennen auf dem gerade Mittelfeld. Ja, Felix versucht jetzt Geilkartoffel zu überholen in der ersten Kurve. Oh, aber nicht so ganz sauber. Ja, hat ein bisschen rausgedrückt. Es gab auch eine kleine Berührung. Und Ray direkt hinter Peter. Wir können gerne zu Jay schalten, aber da passiert gerade nicht viel. Ja, Jay ist Platz 4. Genau, vor ihm 5 Sekunden, hinter ihm 8 Sekunden. Ja. Wird Ray das jetzt machen? Oder Marc? Ja, auf jeden Fall geile Dreierkonstellation da. Wir achten natürlich auch die ganze Zeit auf Andy mit 0,7 Sekunden, 0,8 Sekunden hinter Mirari. Ray und Marc jetzt mit DRS. Ray kommt da auch an Peter vorbei. Ja. Marc muss aber noch ein bisschen warten. Ja, ich weiß nicht, ob Peter sich das gefallen lassen will. Ist auf jeden Fall Kampf um Platz 2, maximal 17 Sekunden hat Marcel mittlerweile auf Platz 1. Und wir können mal ganz kurz zu Sepp gehen und dann fragen, was passiert ist am Start. Da fahren wir doch jetzt gerade gute Zeit. Können wir machen. Andi und Merari, schönes Tischen haben. Sebastian. Servus. Ja, du hast große Probleme am Start. Magst du uns einmal noch kurz erzählen, was da passiert ist? Ich habe es einfach völlig überschätzt. Also die Kurve, ich hatte gelbe Reifen, bin einfach reingeballert, habe mich völlig verbremst, habe nur noch gesehen, oh mein Gott, und habe mich entschuldigt. Aber das hört natürlich keiner, aber
Das war einfach ein Fahrfehler. Wen hast du denn abgeschossen? Ray. Ich bin einfach in das Feld quasi, Ray, in die erste Kurve. Also ich bin da durchgeflogen, weil meine Reifen komplett blockiert haben. Und ich bin quasi da einmal durch, dann habe ich meinen Frontflügel angedutscht und dann habe ich mich nachher, aber nochmal in Runde 5 oder so, habe ich mich dann gedreht und dann ganz den Frontflügel verloren. Also das war irgendwie, habe ich da die gelben Reifen ein bisschen unterschätzt, würde ich sagen. Und, oh, Andi und Mirari, tut mir sehr leid, ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert, aber ja, ich habe es verdient, hier hinten zu fahren. Andi hat gerade Mirari überholt. Schönes Überholen, like by the way. War es schön. Aber du kommst nicht richtig ran, Jay. Dein Abstand ist immer 5,5 Sekunden. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich hier am Tryharden bin. Ja, das sind einfach, dass ich Vierter bin, ich bin vor Dave, das alleine ist schon krass genug, finde ich. Und zwar über 7 Sekunden vor Dave. Also das ist halt schon heftig, das ist wirklich krass. Also ich habe auch vielleicht mehr trainiert als er, definitiv, aber ich weiß, wie gut Dave sein kann. Also du hattest auf jeden Fall einen großen Quali-Vorteil, ne? Also ich glaube, du warst Platz, was warst du, Zweiter oder so beim Start oder Dritter und Dave nur Elfter oder so? Ja. Ja, das hilft natürlich, wenn du eine gute Platzierung hast, ne? Das hilft, ja. Ja, Jay, du wirst auch meine Schnurrbartwette bekommen. Was ist denn die Schnurrbartwette? Ja, die Schnurrbartwette ist, ich werde noch darauf wetten, wer Dritter wird. Entweder im nächsten oder übernächsten Rennen. Und ich wette darauf, dass du Dritter wirst. Und wenn das nicht passiert, dann male ich mir mit Edding Schnurrbart. Wenn das nicht passiert, ja. Und wenn du besser, also wenn du nicht Dritter wirst. In einem der nächsten beiden. Okay, also wenn ich den Wagen jetzt an die Wand setze und ich Mercedes kriege, gewinne ich ja vielleicht, ne? Dann musst du ja auf jeden Fall Schnurrbart fahren. Ja, du musst halt Dritter werden. Aber ich glaube, also ich muss Dritter werden. Was, wenn ich Erster oder Zweiter werde? Ja, dann habe ich ja auch nicht recht gehabt. Ah, okay, Moment. Das heißt, ich muss Dritter werden, dann machst du keinen Schnurrbart. Das ist korrekt. Ja, ist ja einfach. Da kann ich ja auch weiterhin so fahren und dann mit dem Renault halt irgendwie Siebter werden. Kannst natürlich machen, wenn du selber keinen Bock auf Platzierung hast. Ey, ich hab mega Bock auf Platzierung. Glaubst du gar nicht, wie sehr ich... Ich werde niemals den Wagen gegen die Wand fahren. Absichtlich. Vor allem nicht, solange du vor Dave bist. Ja. Deswegen, weil ich glaube darauf, dass du Mirari oder Andi bekommen wirst, einen von beiden im Laufe der Zeit. Oh, Felix und Porn4Gamers sind hier sich hart am Betteln um Platz 10 bzw. 9. Ja. Die beiden sind doch beide unfair. Sag mir mal so, wie es ist. Felix hatte schon mehr als eine Berührung. Oh, da auch weit rausgedrückt worden. Porn4Gamer auch nicht fair, muss man gar nicht so sagen. Was? Felix hält die anderthalb Meter nicht ein, das ist aber. Ja, jetzt muss er es nur noch über die Ziellinie retten. Wir gehen mal nach oben wieder. Oh! Was war das denn? Ja, aber das ist es. Das wird auch Porn4Gamers mit. Einen Moment, wir haben noch eine Runde. Stimmt, das wäre das, Runde 14. Wir haben ja noch eine Runde. Stand er nicht eben schon 14? Okay, ich bin mega verwirrt. Alles klar, ist noch eine Runde. Sky Kartoffel spielt jetzt hier mit. Gelbe Flagge. Oh, Sektor und Sepp hat sich rausgedreht. Und wird jetzt hoffentlich nicht Marcel etwas. Macht jetzt Marcel behindern. Einfach weg. Aber gucken, Sky Kartoffel und Pompon Gamers gerade mal kurz an. Direkt hinter Felix. Auf jeden Fall das Chaotenfeld. Sagen wir so, wie es ist. Ja, das wäre für Felix. Wenn er jetzt einen Fehler macht, dann ist er außerhalb der Punkte. Das wäre natürlich super ärgerlich. Ja. Das wäre richtig, richtig bitter. Also Felix hat auf jeden Fall ja mit hier gute Szenen geliefert. Ja, und jetzt zünden beide DRS gleich. Ah, Sky Kartoffel aber ganz schön weit weg. Also das. Ja, denn nicht, aber reicht es schon, wenn Porn4Gamers jetzt mal wieder... Da, so wie jetzt! Oh! Ganz schön weit rausgedrückt nach links, aber... Felix hat später gebremst. Ja. Aber Felix nimmt die Kurve aber auch 1,20 Meter weiter, ey. Marcel Kiefer Erster verdient, Andi Zweiter, Mirari ganz knapp Dritter dahinter, Jay wahrscheinlich der Vierte. Felix hat etwas gedreht, aber da war unfassbarer Slide. Alter, wie er den Slide um die Kurve gemacht hat. Diese Dreiertruppe, wird da einer noch den anderen kriegen? Zwei Kurven sind es doch bis zum Ziel. Zweimal links. Den jetzt überholt, er versucht aber da wird nichts mehr passieren. Oh, jetzt versucht er sehr spät zu bremsen und dreht sich leicht weg. Alles klar, also das ist der 11. Platz für Porn4Gamers. Sky Kartoffel noch auf 10. Felix 9. direkt hinter seinem Teamkollegen Peter. Dave noch 5. geworden. Direkt hinter Jay.
Schönes Rennen auf jeden Fall. Bis auf Delta gab es keine Moves, die einen jemanden rausgeschmissen haben. Und der von Sepp, der hat Ray in Anführungszeichen nur behindert. Genau, also alles in allem ein ziemlich faires Rennen. Ja, wir gehen mal ganz kurz zu Dena jetzt am Ende, bevor wir Marcel gratulieren. Dena, ey, die letzten Kurven da, die waren aber gerade nochmal spannend. Ah ja, das ganze Rennen war spannend, Junge, das ging so ab. Ich habe gerade schon gesagt, das war das beste Rennen, was ich jemals gefahren bin ohne Training. Also das war echt cool. Ich musste mir immer, weiß ich, wurde am Anfang von Ray geschlagen, der ist neben der Strecke überholt, dann habe ich das auch jetzt ausgenutzt am Ende. Dave hat mich einmal überholt, Boxenausgang benutzt, so komplett zum Überholen, habe ich auch nachgemacht und für mich benutzt. Ah, es war krank. Das war schön anzusehen, hat viel Spaß gemacht. Ah, danke, ja auch. Cooles Rennen. Ja, Peter ist auch vor mir. Von 15 auf 9 oder 8 oder so. Aber wir gehen mal dem ersten kurz gratulieren. Ja, mach das. Das ist wichtiger als hier Platz 9 und 8. Ja. Was könnte echt eins Marcel, werden? Marcel, Alter! Hallöchen! Knapp mit 23 Sekunden Vorsprung Erster geworden. Ja, da war schon eng. Oh, warte, jetzt muss ich das hier abfotografieren. Wo ist mein Handy? Du warst auf jeden Fall, haben wir gesehen, nach Runde 8 warst du schon einmal 18 Sekunden vorne. Ja, also Jay hat mir da schon ein bisschen geholfen, gerade mental. Hat mich angefeuert. Ansonsten wäre das auch nicht dazu gekommen. Das war schön. Dementsprechend, bist souverän vorne weggefahren. Dementsprechend auch natürlich verdienter Sieg. Dankeschön, Dankeschön. Geht natürlich ein bisschen zu Lasten deiner Screentime, wenn man ganz ehrlich ist, weil Platz 2 und 3 sich die ganze Zeit gekämpft haben, wer Zweiter werden darf. Und ja, du, das ist irgendwie recht. Und du einfach mit einer halben Minute Vorsprung vorne weggefahren bist. Wenn Marcel wieder alles gewinnt, dann kriegt der Bram, dann kriegt der nächste Mal, wenn er mitfährt, einfach Zwei-Stopp-Strategie gezwungen vorgesetzt. Weißt du, da muss er zweimal stoppen, damit wir ihn eindämmen können. Oh Mann, ey. Ah, ne, auf jeden Fall Gratulation. Wir gehen zum zweiten. Scheiße, wer ist es eigentlich geworden? Andi ist es geworden. Da. Dritte Rennen von ist Gratulation, Andi. Dankeschön. Zweiter. Das war ein geiles Rennen. Wir hatten viel Screentime auf jeden Fall mit Merari. Das war hart. Ja, gut, man muss sagen, er wäre schneller gewesen, hat sich aber dazu entschieden, hinten zu bleiben, weil er keinen Williams wollte im nächsten Rennen. Meinst du, das ist der Grund gewesen? Ja, hundertprozentig. Könnt dann fragen, der würde ich das genauso sagen. Das hat sein Teamkollege genauso gemacht, der Marc, weil der hätte mich auch eigentlich easy schnupfen müssen in der letzten Runde. Also, das sind schon ausgepuffte Taktiken, die ja schon gefahren werden. Ja, das ist wieder krass, was hier alles passiert. Weil jetzt ist wieder ein Metagame am Start, ja. Trotzdem Zweiter, dafür gibt es ja dann auch die verdienten, was sind das, 22 Punkte? 20 Punkte? 18. 18, ja. Auch gut. Ich muss, als Moderator muss ich nicht wissen, wie viele Punkte es gibt. Und Gratulation auf jeden Fall, gehen wir zu Merari und fragen ihn mal. Jetzt gerade jetzt mit den realistischen Leistungen. Merari! Ja, servus! Ja, Dritter! Moin. Ja. Wir spekulieren ja, Absicht oder ging nicht? Absicht. Ging nicht. Ich bin mal ehrlich, ich habe das absichtlich gemacht, weil nach dem Dreher habe ich mir so gedacht, ja, den Marcel, den habe ich keine Chance. Fürs zweite Rennen, ich habe mir schon so eine Taktik aufgebaut, fürs zweite Rennen, da braucht man ja etwas mehr Downforce. Da habe ich mir einen besseren Wagen gegönnt. Ah, okay. Da dachte ich dann, wenn das die Taktik war, okay. Ja, bin ich, fand ich spannend. Auf jeden Fall hat viel Spaß gemacht beim Zugucken. Wie oft ihr beide euch gekämpft habt, aber dann eine große Frage, ja, wenn er gar nicht Zweiter werden wolltest, wieso hast du denn dann Andi so oft überholt? Einfach um Spaß zu haben. Ach so! Okay. Ja. Na dann nehmen wir dir das auf jeden Fall mal ab. Ja, ich habe keine Wertung in den Worten. Ich verzichte nur andere Leute. Der Lüge! Oh Mann. Okay, wir gehen, Dave steht gerade oben, aber wir gehen zu Dave. Da ist er, der Dave. Dave, hallo. Hallo. Fünfter. Ja. Uff. Ja. Du weißt ja, du bist ja immer mein Liebling, bei dir rechne ich immer damit, wenn man Abstand Erster wird, selbst wenn jemand mitfährt wie Marcel Kiefer. Ja, ja. Schnuggi, das ist alles Taktik. Nein.
Okay, du bist jetzt nicht Vierter geworden, damit du dann doch noch in eine bessere Autokategorie rutscht. Klar. Ah, das war dann, okay. Nee, ich weiß nicht. Also Jay hat anscheinend richtig gut trainiert, ist auch richtig gut geworden seit den letzten paar Tagen. Und also auch beim Dings war er schon richtig stark, beim Notte GP. Ich hatte halt, also es war jetzt meine erste Runde USA seit über einer Saison in der Karriere oder so. Ah, okay. Also ich habe mich halt null vorbereitet auf den Tag heute. Ja, macht nichts. Peter und Felix auch nicht. Ja, Felix hat wahrscheinlich den Hass auf mich vorbereitet jetzt nach dem Crash. Er hat meine Entschuldigung nicht angenommen, habe ich gehört. Nee, er wollte, dass du ihn stattdessen wieder nach vorne lässt. Aber das hast du nicht getan. Ja, gut. Ich muss mir die Szene nochmal genau anschauen, aber ich sag mal, es war halt eine Linkskurve, da war ich halt innen, dann lässt man sich gerne mal ein bisschen raustragen, auch wenn es ein bisschen weit war für meine normalen Verhältnisse. Aber das hat der Felix ja auch ein paar Mal so etwas unorthodox seinerseits auch schon gelöst. Also quid pro quo, auch wenn ich nicht weiß, was das heißt. Ey, du musst dich bei mir nicht entschuldigen. Ja, wir sind nur Moderatoren, wir sehen nur das Passierte, wir bewerten das nicht. Jo, aber ich kann dir versprechen, Bram, Russland wird vielleicht auch nicht so gut, aber Mexiko liebe ich. Mexiko liebste, okay. Aber Russland immerhin keinen Schaden, da freue ich mich ja tatsächlich mit am meisten drauf, jetzt schon wieder. Oh Gott, da kommt die Rache von Felix wieder. Ja. Ich glaube auch die Taktik war nicht so gut, ne? Da konnten so Plätze. Ich hoffe, ihr habt in euren Taktiken auch alle mitgenommen, ja, dass René Rast ja jetzt mit dabei ist und dementsprechend die ganze Platzierung nochmal einen hochrutscht. Ja. Ja. Alles entspannt. Der kriegt jetzt einen Mercedes. Das ist als Audi-Fahrer vielleicht ein bisschen schwierig für ihn. Ja, das wird er schon hinbekommen. Wir gehen einmal zu Ray. Und ach genau, Walle, ja, war ein solides Rennen. Ich bin froh, heute durchgekommen zu sein. Ja, die Einladung kommt gleich noch. Da kümmern wir uns sofort drum. Gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, ob er schon irgendwo hier auf dem Discord ist. Doch, da ist er auch schon. Gehen wir mal ganz kurz dazu. Hallo, René. Ich habe anscheinend eine Anfrage bekommen. Ja, wunderbar. Dann wird sich um dich gekümmert. Wir kommen gleich zu den Channel. Dein Channel ist der Channel 2. Ich gehe in den Channel 2. Passt, danke dir. Gerne. Super, dann haben wir das nämlich auf jeden Fall schon mal. Dann gehen wir ganz kurz in Team 8 jetzt auf jeden Fall, weil Sepp, dein Teammate ist da. Ja, geil. Ja, dann geh ich doch mal. Genau. Ja, Jay, dich wollten wir jetzt noch nicht stören und wussten aber nicht, weil ansonsten würden wir jetzt gerne deine Sicht des Rennens kurz gerne haben. Ich meine, du bist Vierter geworden. Wir haben jetzt dazwischen noch... Ja, Jay ist gerade nicht da. Oh, der ist gerade nicht da. Dann kommen wir gleich wieder. Also der rechnet, glaube ich, gerade zusammen und möchte seine Ruhe haben. Ja, macht jetzt. Dann gehen wir erstmal zu Ray. Aber dann gehe ich mal zu Renee. So, dann gehen wir hier noch ganz kurz rein. Ray auf jeden Fall, ja? Sechster. Gut ja, zurückgekämpft, wie ich finde. Ja, definitiv. Am Anfang hast du ja einen mitgekriegt von Sepp. Ja, einen ganz kleinen Stupser. Nee, war schon krass. Ich dachte, ich sterbe. Ich dachte, er ist ja ungebremst gefühlt in die erste Kurve rein, hat mir den kompletten Flügel wegrasiert. Aber ja, ich habe gedacht, komm, abhaken, Angriff und von dem her, ich bin echt happy mit dem sechsten Platz, gut zurückkämpft. Mit Felix war es ein bisschen schwierig, aber gegen Felix ist es immer schwierig, habe ich so das Gefühl auf der Strecke. Er hat sich, glaube ich, dann auch noch gedreht irgendwie. Ja, er ist bei dir an den Hinterreifen gekommen, glaube ich. Also irgendwie, du warst links und er ist hinten an den rechten Hinterreifen gekommen und dann hat er sich gedreht, aber hey, wessen Schuld das war, das muss der Chat bewerten, wa? Das mache ich nicht. Ja, ich glaube, Felix hat selber im Stream gesagt, wurde mir mitgeteilt, dass er selber gesagt hat, dass er zu viel dann wollte und als ich dann vorbei war, glaube ich, hat man dann auch gesehen, dass ich ein bisschen schneller war, trotz dass die Reifen ja ab Runde 1 alt waren, aber hat trotzdem gut gepasst und wie gesagt, sechster Platz. Ich bin super zufrieden. Perfekt. Ja, ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich habe aus Versehen auf Zuschauer gedrückt. Damit ich. Doch gut, zu meinem Auto weg B. Bin. Ja, Zuschauer genau, und dann Autos, B. Die Autos sind auch endlich zugelost worden. Ray, du bekommst einen Alfa Romeo und Andy, du bekommst einen Williams. Geil, Williams. Yay. Das wollte er schon immer mal. Wir gehen jetzt noch zu Breezer und Puffer Gamers, weil das war nice. Wo seid ihr? Da seid ihr. Team 9. Aloha. Hallo. Moin. Oh. War auf jeden Fall so am Ende jetzt noch ganz schön spannend da bei euch im Dreier-Team mit Sky Kartoffel und Felix.
Ja, das hat richtig Bock gemacht, Alter. Ich hab grad schon mit Felix gequatscht. Gutes Racing am Ende auch. Leider in Kontakt, aber hat echt Bock gemacht. Sah richtig schön aus. Dann auch so gerade nochmal die letzten paar Kurven, wie du da... ja, war geil. Wie du da... Ja. Ja, also, war ich meine ganz ehrlich, gut. Diese Drift-Action war halt der Shit. Ja, das... Ja, das ist auch so... So quasi, ja, weil das auch so perfekt gepasst hat mit den beiden Kurven hintereinander. So, wenn er nach einer Gerade gewesen wäre oder sonst was, wäre alles schief gelaufen, aber so hat das quasi perfekt gepasst. Ja. Hast du eigentlich schon mit Sepp geredet? Mit Sepp was bei dem geredet, los war? Ja. Das, ja, der, Sepp? Ich habe das ja schön aus meiner Perspektive, kam er auf einmal links ins Bild geschossen, wie so ein Pfeil. Ach, herrlich. Ja. Aber ich kann nur sagen, es ist taktisch absolut klug, im Qualifying zu sucken und auf Mediums zu starten. Also das ist wirklich... Verrat doch nicht alles. Das ist das Beste, was mir passieren konnte. Das ist firmeninterner. Das ist firmeninterner. Wir verraten es eh keinem. Ja, leider hat es aber trotzdem, trotz dieser genialen Taktik, nicht für die Punkte gereicht. Tut mir leid. Nee, das war... Wenn der Kontakt am Ende nicht gewesen wäre... Aber, nein. Dann wäre es besser gewesen, ja. Dann gehen wir jetzt mal zu Team Stiefelhaus noch. Wo sind die beiden? Da. Team 4. So, Aloha, ihr beiden. Hallo Bram. Ja, wie gesagt, Christian, du leider ja richtig Pech gehabt mit Delta. Ja, ich hätte auf Wusi hören sollen. Er hat auf Twitter noch geschrieben, pass auf, Delta fährt mit, weil ich Wreckfest geschrieben habe. Ich hätte auf ihn hören sollen. Ja, wir gucken uns das genau an. Im Zweifel gibt es direkt die Disqualifikation, den Bann für die Mods. Wieso kriege ich meinen Mercedes nicht? Du bekommst... Weil... Ferrari. Weil René Rast Bonus hat. Nee, weil René halt weniger Punkte im internen Ranking hat als Delta. Ah ja, stimmt. Der weil er gar nicht mitgefahren ist. Boah, der ist Case clever, der Mann. Ja. Ja, ist gekauft. Kann man so oder so sehen. Wir zeigen euch sofort die Punktetabelle, lieber Chat. Ja, ja. Ist gekauft quasi, ja. Ja, ich würde auf jeden Fall viel besser. Mike, was war los? 14. Ja, die erste Kurve war ein bisschen seltsam. Ich bin ganz außen angefahren und dachte eigentlich, ich komme gut rum. Und dann habe ich plötzlich in einen Schlag von Ray bekommen. Aber mein Chat hat mir geschrieben, dass Sepp ihn irgendwie durchgebracht hat zu mir. Hat er auch. Also ungebremst in die Kurve gefahren. Ja, das hab ich war plötzlich im Kies auf jeden Fall. Da konnte Ray nicht viel für. Ja, ja. Wir hatten eigentlich die Teamorder, beziehungsweise haben uns extra abgestimmt. Die erste Kurve ist so killer, wir fahren beide die Kurve außen. Scheiß drauf, ob wir innen Plätze gut machen könnten. Und dann ist genau das passiert, was wir nicht wollen. Ja, aber danach war ich auch zu gierig. Dann habe ich irgendwie mit Woody mich berührt und gedreht. Also es war dann auch schon ein bisschen meine Schuld. Das Rennen war nach Runde 1. Echt? Woody hat dich berührt? Ich glaube, wir haben uns gegenseitig... Alter, nie wieder fahren Mods bei uns mit. Ja, ein Hass. Der eine Mod macht dich weg, der andere Mod macht mich weg. Diese Verschwörung hier. Wir gehen mal zu dem Mod und teilen ihm die frohe Kunde. Oh. Team 6, die Mods, Aloha. Das ist ja wohl eine Lüge, was ich da gerade gehört habe. Nachricht von Christian, nie wieder fahren Mods weg. Der eine macht mich weg, der andere macht Mike weg, ja. Ja, wir haben nur kurz die Reifen geküsst. War auf jeden Fall, ja, Delta, ne? Belastend. Kannst du das gerne danach nochmal angucken. Ich sehe da keine Schuld bei mir. Das war unlucky, aber ich sehe da keine Schuld. Nee, ich sage auch nicht. Hey, ich bewerte das nicht, ne? Und Wusi, 16. Bist du zufrieden? Ja, ich hatte Probleme mit dem Auto, dank Erik. Nein, Spaß. Hat alles gepasst. Hat gepasst, okay. War alles, dann, war super soweit. Wenn alles super war, wieso dann nur 16? Skill. Ach, ich habe die lächerliche Nano Gaming Brille nicht auf. Das ist das Problem. Okay, dann sollst du auf jeden Fall vielleicht die noch aufsetzen. Hatten wir damit alle? Nee, ich glaube nicht. Heiße Kartoffel fehlt uns, glaube ich, noch, oder? Mit Duki und... Ja. Ja. Was für dann gehen wir hier auch noch hin. Aloha, ihr beiden. Hallo. Letzte Kurve quasi, Sky Kartoffel. Hast du denn doch noch das Pünktchen gezockt? Ja. Das war schon sehr schön anzusehen, Felix, Porn und du. Das war cool. Immerhin, zum Schluss noch einen schönen Fight. Ich habe mich in Runde 1 gleich gedreht. I think Ericsson hit us. Ja, das hab ich tatsächlich gar nicht gesehen. Oder warst du mit da drin verwickelt, als Sepp sich gedreht hat und sich verbremst hat und dadurch welche mitgenommen hat? Nee, ich habe das ganz allein geschafft. Das hast du ganz allein geschafft, okay. Ja, Jay fehlt noch, das habe ich gesehen. Ja, nehmen wir noch. Und Duki, du hast zwischendurch einen Disconnect, aber konntest wieder reinkommen ohne Probleme.
Nee, meine KI war so kompetent, die ist auf Platz 15 vorgefahren. Ich hatte nach Runde 2, glaube ich, einen Disconnect und dann haben wir es nicht geschafft, mich einzuladen. Nee, Andi hatte mir kurzzeitig eine Einladung geschickt, seinen Steam-Stream anzuschauen. Aber das ich hoffe, da hat es Spaß. Ich habe dann über Twitch zugeschaut und ein bisschen trainiert. Also fürs nächste Rennen bin ich hoffentlich besser vorbereitet und ich hoffe, der Rechner macht mit. Okay, sehr gut. Dann gehen wir jetzt auch zu Jay und anschließend gucken wir uns die Punkte an. Natürlich darf Jay auch noch ein bisschen was sagen. Wo ist er denn? Der ist ja euer Hauptorganisator des Teams. Jay, bist du wieder da? Vierter. Ich bin da, ja. Ja, wir waren vorhin schon hier, aber da warst du... Ich habe das halt alles eingestellt, damit quasi jeder weiß, wer welches Team nehmen soll. Ja, nee, ist ja okay, aber wir wollen... Warte, hast du die Tabelle schon gezeigt? Nee, habe ich noch nicht. Ah, okay. Jay, Vierter, bist du zufrieden? Ja, tatsächlich sehr. Von dir, fand ich ehrlich. Ja, also ich bin vor Dave gelandet, was schon mal eine Referenz für mich ist, definitiv. Und knapp hinter Mirari und Andy, was halt schon, ich bin sehr, sehr, wirklich sehr zufrieden. Oh. Also, kann man machen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie wirklich die Performance von dem Renault ist, ob die wirklich so scheiße ist, wie Dave sagt. Oder ob ich jetzt halt einfach mit Mirari easy das Rennen anführe, weil das ja doch der fünftbeste Wagen in-game ist. Gucken wir mal. Wenn und nicht der zweitschlechteste. Hätte ich ja nichts dagegen. Na, dann muss ich leider vom Gas gehen, hab plötzlich einen Motoraussetzer, hier Motorfehlfunktion oder sowas. So, René braucht Hilfe mit Discord, wird mir gerade noch gesagt. Da kümmert sich hoffentlich dann Sepp drum, der gerade bei ihm im Channel ist. Wir gehen in die Mod-Kabine und sagen gleich Bescheid, wenn es weitergeht. So, das zweite Rennen wird sein Russland. Ja, das werde ich noch ganz kurz einstellen. Und da kommen wir dann sofort zu der Auswertungstabelle für euch. Weil die euch interessiert euch natürlich dann auch noch an der Stelle. War sehr, sehr spannend, das Ganze, was hier passiert ist. Und da ist für euch die Tabelle. Was du auch noch machen musst, sind die Regeln anpassen, ne? Ja, das weiß ich. Okay, cool. Wir haben Marcel Kiefer Erster geworden, dann Andy, Mirari, Jay, Dave, Ray, Mark, Pete, Felix, Sky Kartoffel und der Rest ist leider punktelos geworden. Damit ist Kieferbruch für den Gegner, bestimmt aus Marcel Kiefer und Jay gerade Erster in der Konstrukteurswertung. Dann Candy for Randy, Team Forzilla, Team Lale Gaming, nicht trainiert, heiße Kartoffel und der Rest ist in dem Bereich noch punktelos. Und war ein doch relativ faires erstes Rennen. Es fehlen halt solche Leute wie die Dr. Freuds und die Nerdstars aus, also die Nerdstars aus GPO1 und Dalu und Dardos, also, die dann irgendwie dafür sorgen, dass man richtig, richtig reinpenetriert wird. War auf jeden Fall bisher sehr cool. Das zweite Rennen wird sein Russland. 25% Rennen ohne Schaden. Und Chris fehlt nicht, Chris ist 18. Genau, dahinter seht ihr, wer welches Auto jetzt gleich fahren darf. Master Kiefer und Andy bekommen den Williams, Mirari und Jane Renault, Dave und Ray den Alfa Romeo, Mark und Pete Rosso, Felix von der Laden und Sky bekommen Racing, Point Auto, Porn und Walle an Haas, Breezer und Mike, den McLaren, Duki, Wusi, Red Bull, Sepp und Chris, Ferrari und Delta und René, den Mercedes. Und wir rechnen intern... halt, also mit der Platzierung, also deswegen, weil Delta, weil René quasi im ersten Rennen kein Rennen mit, gar nichts gemacht hat, ist er der Letzte gewesen, danach kommt Delta, danach kam Chris, danach kam Sepp und so weiter, von unten nach oben aufsteigen. Damit ihr das nachvollziehen könnt. So, den Teamnamen von Sepp und René kann ich nicht ändern, weil das ist nicht mein Dinger. Wieso ohne Schaden, Alter? Ja, ohne Schaden. Zweites Rennen ist immer ohne Schaden. Warum René so weit unten, Renault so weit unten ist, es wird in der Stärke der Rennstelle heute, da haben sich die Teams vorher drauf geeinigt, ich bin da ja immer raus, wird nicht nach der Spielstärke in-game gegangen, sondern es gibt wohl einen Benchmark, der gemacht worden ist und da hat sich ergeben, dass Williams das schlechteste ist und Renault das zweitschlechteste Team. Ob dem so ist oder nicht, diskutiert gerne viel und ausführlich darüber. Ich habe da null Meinung zu. Ich weiß nur, dass sich die Teams darauf geeinigt haben und deswegen machen wir das so. So einfach ist das.
Bram, du müsstest noch die Strecke richtig einstellen. Ja, ich weiß nur die Regeln auch noch. Da kommen wir sofort zu. Ja, okay. Ja, das weiß ich. So, Teams werden nicht getauscht, nur die Rennstelle. Ja? Also Marcel und Jay zum Beispiel bleiben zusammen, obwohl jetzt der eine in Williams fährt, ein Renault. Und wir wissen, dass es da Probleme geben könnte bei der Boxenstrategie, weil man sich nicht so perfekt absprechen kann. Aber auch das ist so abgesprochen zwischen den einzelnen Fahrern. Und deswegen wird das so umgesetzt, das erste Mal. Genau, warum nicht teammäßig? Das ist die Änderung zum letzten GPO. Deswegen ist es so. So, die Strecke und so weiter wird gleich noch geändert. Klar, gar kein Problem. Machen wir. Und ich glaube, damit dürften alle offenen Fragen beantwortet sein. Wann kommt Verstecken in der F1? Das ist eine gute Frage. Clips anschauen machen wir auf jeden Fall, wenn wir zu einer Situation kommen, wo es ein bisschen hitziger ist. Es gab ja jetzt keine fragwürdigen Situationen. So, aber ich glaube, damit haben wir dann alles. Das heißt, ich kann jetzt sofort ins Spiel wechseln und kurz sowohl die Strecke als auch die Regeln ändern. Könntest du noch Dana in deinem Discord ein bisschen leiser machen? Habe ich gerade schon getan. Nachdem er mir fast die Ohren weggeschrien hat. So, damit haben wir Russland auch. Glaubt ihr, dass Chris heute noch was reißt? Ich glaube auf jeden Fall. Chris hat ja Pech mit der Delta-Geschichte. So, bevor wir jetzt anfangen, müssen wir noch auf jeden Fall die Brusthaarwette machen. Und da setzen wir drauf. Also ich setze für meine Schnürri-Wette, setze ich, dass Jay in diesem oder im nächsten Rennen noch Dritter wird. Und Andi, ja? Mhm. Was glaubst du? Was ist eine gute Brusthaarwette? Warte mal, also man könnte vielleicht mit der Gesamtplatzierung gehen. Dave ist ja direkt hinter Jay. Vielleicht irgendwie, dass Jay vor Dave rauskommt am Ende in einer Gesamtwertung. Ja, da rechne ich aber fest mit, dass Jay am Ende vor Dave rauskommt. Wirklich? Ja. Soll ich die Doppelwette auf Jay setzen? Ja, Jay wird mindestens einmal Dritter, ansonsten kriege ich einen Schnürri. Und Jay landet vor Dave, ansonsten kriege ich einen Schnürri. Ansonsten kriege ich Brusthaare. Ah, also mal gucken, was der Chat sagt. Auf René wetten. René vor Marcel wetten. Marcel Kiefer ein Rennen nicht auf 1. Ah. Es gibt ja beide Wetten, ja? Es gibt die Schnürri-Wette und die Brusthaar-Wette. Dritter wird schwer. Ja, nee, ich glaube, der wird einmal Dritter. Wenn nicht, male ich mir einen Schnürri. Ja, ne, René, also so in die Punkte oder so, da wette ich nicht drauf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Delta halt aus Versehen schafft, in die Punkte zu kommen. Du kannst ja eine dritte Wette machen und dir, wenn du die verlierst, dir irgendwie die Postleitzahl von Buxtehude auf den Kopf schreiben. Das geht ja auch. Wow, ja, Jay? War der Rennbeginn schon immer auf unterstützt? Fragezeichen? Der Rennbeginn, Moment, kann ich sofort sagen. Ich weiß es gerade nicht, aber lass mich kurz in die ladenden Optionen gehen, das Ganze. Selber halten. Ich weiß aber nicht, ob der immer unterstützt ist, ob du dann immer Hilfe hast oder ob du das aussuchen kannst, ob du Hilfe haben möchtest. Der ist seit den Regeln, die ich aus GPO 1 lade, gerade wieder frisch nochmal neu geladen habe, dann immer anpasse. Okay, ja, das ist immer so. Gut. Okay, und sonst nächste geändert. Mir ist das ja alles Latte, ne? Ich fahre den Scheiß ja nicht. So. Also, wir nehmen auf jeden Fall als allererstes, die Leute können mittlerweile auch bereit drücken. Okay. Wir nehmen auf jeden Fall Jay auf die 3 für die Schnürri-Wette und nehmen wir René, wenn Marcel, ich wette darauf, dass Marcel einmal nicht Erster wird. In dem oder nächsten Rennen. Ja. Für die Brusthaare. Ja. So. Deal. Wunderbar. Da schreiben Leute Deal zu. Das gefällt mir. Wir wechseln ins Spiel rein. Das sind schlechte Wetten, weil beides safe ist. Es ist safe, dass Marcel nicht beide Male jetzt noch Erster wird. Ich glaube, du hast die Wette nicht verstanden. Also wenn Marcel zweimal noch Erster wird, dann mache ich mir Brusthaare auf.
Und ansonsten nicht, weil dann hatte ich ja recht. Und die andere Wette ist die Schnürri-Wette. Ich wette darauf, dass Jay in diesem oder nächsten Rennen Dritter wird. Und nicht besser oder schlechter, auf jeden Fall Dritter. Das ist ziemlich safe, dass Jay nicht Dritter wird. Das glaubst du. Ich habe ja darauf gewettet. Ich wette in Schnürri, den ich mir mit Edding aufmale, darauf, dass Jay Dritter wird in dem oder nächsten Rennen. René Rast, der Mercedes ist safe Sieger. Ich wette in den Schnurri, ja. So, wen haben wir denn da noch? Oh, Nanaki. Ja, vielen, klar, gerne für den Raid. Wo ist die Monobraun-Wette? Oh Gott, ey. Und vielen, vielen Dank an die ganzen Subs, die reinkommen. Irgendwann an Havanna TV, an Barfugas, an Kriege 0987 Ermin, Player Ofenga, Poker, Hydrace, Shinzo Kessa und The Wolf und Lurkast und die vielen, vielen anderen. Vielen, vielen Dank. Also, Serena wird nicht gewinnen. Der Fettig steigt zum ersten Mal. Monobraue, wenn Delta oder Wusi einen Punkt bekommen. Okay, Deal. Gehe ich auch noch ein. An Caro. Gehe ich auch noch ein. Also wieder interessant. Mirari, Mark und Marcel Kiefer fahren auf Mediums, alle anderen auf Softs. Schaden ist aus. Hier in Russland. Also René aktuell auf dem... Nee, Monobraune kommt, wenn Delta oder Wusi einer von beiden ein oder mehr Punkte machen. So. Ich bin sehr gespannt, was gleich passieren wird, alles. Also was schon mal überraschend ist, also René ist Letzter. Ja, aber er ist halt DTM-Fahrer und kein Formel-1-Fahrer, oder? Ja, Gas geben und lenken. Oh, Jay Erster jetzt hat Rainbow, der muss offenbar einen kleinen Fehler gemacht haben gerade. Jay Erster, aber ich glaube auch an den. Ich glaube, der wird uns gleich schön die Pole holen und dann wird er Dritter am Ende. Da ist Jay Erster, jawohl. Schön gemacht, mein Junge. Ah, guck mal, was für ein Abstand. Ja, zwei Zehntel. So Zehntel, oder? Ja. Nice, habe ich mir sogar richtig gemerkt. Ich wollte es forcieren, es hat geklappt. René Rast kennt die Strecke nicht. Ja gut, das ist eigentlich unser Problem. Das ist stark gewesen von Jay auf jeden Fall. Wo ist denn Marcel, Alter? Achter. Wobei der war vorhin auch nicht Erster, wa? Nee, oder? Doch, ich glaube. Und Quali schon. Ja, genau, wir gehen mal ganz schnell. Moment, kann ich glaube ich selber sogar schnell machen. Jay, ne? Kein Stress. Erster, war gut. Ah, das letzte, eine 1,40, oh je. Ich bin halt echt zufrieden, ohne Scheiß. Ja, war auch stark. Finden wir, der Chat findet auch. Pole gefahren, als ob ich eine Pole gefahren bin, what the fuck? Ja, finden wir stark, finden wir richtig, richtig gut. Jetzt darfst du maximal zwei Plätze verlieren. Ja, aber mal, da sind zwei starke auf Geld gefahren mit Mirari und Dingens. Wo könnte das hin enden? Ram. Ja, ich hab aber keine Ahnung, ne? Ist halt schlecht, weil dann kriegst du ja keinen Schnurri. Ja, ich bin einfach für dich, Jay, ne? Ey, Marcel, was würdest du gehen? Welche Strategie? Achte. Ja, wir gehen hoch, ja. Die unterhalten sich jetzt über Firmeninterner. Das muss uns nicht interessieren. Das erste Mal, dass einer aus Pietz mit reelle Windchancen hat. Ja, oder? Ja, außer in den, ja, stimmt, selbst in den privaten Spielen, da waren ja die KIs immer dabei. Also selbst da war es ja nicht gesetzt. Ah. So, jetzt kommt sofort erst die Einführungsrunde. Genau, und ihr dürft nicht vergessen, die Teams im Spiel sind nicht die Teams, die wir quasi modellieren. Genau.
Genau, wir können mal ganz kurz zu René gehen, was da los war. Während der Einführungsrunde. Ja. Das ist ernsthaft. Gehen wir doch mal direkt rein. René, letzter geworden. Während der Paul. Und jetzt. Ja. Was war los? Ich kannte die Strecke nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin sie noch nie gefahren. Aber das ist keine Ausrede, sondern ich nehme das jetzt so, wie es ist, und ich versuche das Beste draus zu machen. Ja, wir sind sehr gespannt auf jeden Fall, was da noch, was du noch lieferst. Nicht vergessen, Schaden ist aus, wa? Okay, das heißt, ich kann gleich in Turn 1 alle überholen, oder? Das macht selbst schon. Aber nur in Russland. In Mexiko ist Schaden wieder an, nur zur Info, wa? Ja, okay, dann kann ich ja jetzt alles riskieren hier. Ja. Also ich entschuldige mich schon mal für alle, die ich gleich abräume. Nein, Quatsch. Nein, nein. Ich versuche mich zu benehmen. Wunderbar, wunderbar. So, wir gehen hoch. Und ich werde gleich mit dir auf jeden Fall mit einer Abräum-Meisterschaft geben. Genau, René Raas, bin alle nicht ein zweifacher DTM-Weltmeister. Ja, mittlerweile hier sind wir große Nummer mit GPO. Ja, Vettel hat ja in Zukunft auch Zeit. Ja. Ist leider nicht mehr bei Ferrari, dann kommt er hier vorbei. Ja. Ah. Also selbst in der Einführungsrunde wird sich hier noch einigermaßen gesittet verhalten. Wir hatten schon ganz oft, dass sehr viele Fahrer wieder am Start stehen, weil sie zurückgesetzt wurden. Ja, aber Jay auch heute nicht. Weißt du, Jay ist ja normalerweise immer ein Kandidat dafür, ohne dem jetzt zu viel zu wollen, aber der hat gerade echt Bock. Jay ist irgendwie erwachsen geworden in den letzten zwei Wochen. Kann das sein? Ich glaube, der will einfach auch richtig gewinnen. Das erste Mal. Aber der hat auch eine echte Chance. Ich meine, ich glaube, die Pole jetzt von jetzt gerade hat bei dem gezogen. Ja. So, wir gehen auf Dave Gaming in der externen Perspektive. Telemetrie und so weiter ist an. Der große Preis von Russland, 25% Rennen ohne Schaden beginnt. Jetzt. Ab geht er, der Ümmel. Wieso fahren die ja immer so spät los? Sondern ich weiß nicht, Synchronisation, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ah, da ist Andi schon an Jay vorbei. Aber nur ganz knapp. Noch fahren alle? Ah, Peter hat schon auch ein paar Plätze verloren. Da wurde Mirari rausgedreht. Mirari weggedreht. Ganz vorne Jay, Ray und Andi. Uff. Christian 5. Dave 4. Marcel auch 6. gerade. Oh, da hat Peter sich ein bisschen verbremst. Ist dann innen in der Kurve an Mark und Duki vorbeigefahren. Ah, da hinten. Delta hat sich gerade wieder zurückgedreht. So, jetzt gleich Sektor 2. Sepp auf Peter aufgefahren beim Versuch, Mark zu überholen. Ja, der geht gerade in der Mitte richtig ab. Duki, jetzt die Möglichkeit. Oh, Sepp und Duki, Rad an Rad. Ja, also Sepp wird sich wahrscheinlich einen Teil vom Frontflügel abgefahren haben. Der geht ja nichts, kein Schaden an. Achso, stimmt, ist kein Schaden an, ja. Ja, Dave hat gerade Ray überholt. Und Jay ist 2 Zehntel hinter Andy. So, da sieht man gerade Ray und Dave quasi gleiches Auto, also sind natürlich unterschiedliche Teams, aber fahren den gleichen Wagen. Gelbe Flagge. Ja, aber Sektor 1, da ist gar keiner drin gerade. René ist gegen die Bande gefahren. Echt? Mit seinem Mercedes, ist jetzt auf dem letzten Platz, hat sich schon eigentlich ganz gut vorgekämpft. Ich glaube, auf 15. war er. Und Mirari ist in der Box. Gerade richtig schön an Ray vorbei. Ja, René hat sich nochmal ausgedreht. Ist Mirari in der Box? Lass mal zu Mirari in den Channel gehen. Ja, Team 7. Mirari! Ja? Wieso eine Box? Ja, Taktik. Strategie. Ich wurde am Anfang gedreht und da dachte ich mir, warum komme ich nicht in die erste Runde rein? Ah, deswegen. Wir dachten gerade, vielleicht dachtest du hast was kaputt gemacht oder so. Und weißt nicht, dass man nichts kein Zahn hat. Also, man muss schon echt talentiert sein, bei einem Rennen ohne Schaden zu kriegen. Ja, okay. Oh, Dave auf jeden Fall gerade schön zur Seite geschickt worden von Jay. Jay ist gerade Dritter, möchte ich nur mal kurz sagen. Ja, aber Meister Kiefer ist direkt hinten dran und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er von ihm überholt wird, dann doch recht groß. Ja, die ist sehr hoch. Auf der anderen Seite fährt er nur Williams. Ah, doch, guck mal, Alter, Junge, wie er easy an ihm vorbeizieht.
Ah, Dave ist wieder direkt hinten dran, also. Ah, komm, Jay, du bist ja wohl besser als Dave, ey. Wer ist eigentlich Dave? Ne? So, Dave wird es jetzt versuchen in. Oh, er drückt macht ein bisschen das. Jay raus, hat aber funktioniert. So, jetzt gleich dürfen wir auch endlich Intervallzeiten bekommen, wenn die ersten über die Ziellinie fahren. Also der größte Profiteur war Mark. Vom Start 7 Plätze hat er gewonnen. Sky hat auf 12 verloren. Genauso wie Mirari. Aber der war ja auch an der Box. So, aber jetzt ist DRS auch an. Runde 2. 3, Entschuldigung. Und wir sehen Dave auf jeden Fall sehr schnell unterwegs. Sektor 3, gelbe Flagge. Keiner weiß genau, warum. Delta hat sich ein bisschen rausgedreht. Ah, Delta ist mal wieder am Start. Und René auch. Also René fährt ein anderes Rennen. Kann man mal so sagen. Der dreht mehr, als dass er fährt. Ah, da hinten Delta und Mirari leider auch gerade und René Rast ganz alleine. Ganz vorne, Ray und Andy auf jeden Fall, aber richtig, richtig enges Kistchen. Genau, genauso wie bei Dave und Marcel. Auch sehr nah hintereinander. Jay hat da ein bisschen Raum verloren. Wir haben Flagge im ersten Sektor. Oh, da, hier, Delta schon wieder. Delta ist auf jeden Fall ein gutes Stück. Uswusi, 15. auch noch keine Punkte, alles easy hier. Sektor 1. Wieder Delta. Was macht der Junge denn da? Und oh, was ist mit Marcel? Marcel hat Jay und Dave vorbeigelassen. Aber wieso? Also entweder das oder er ist zu weit rausgekommen und müsste ein bisschen vom Gas gehen. Delta steht schon wieder. Jay bumst ein bisschen in Dave rein. So, und jetzt, was macht Jay? Zieht er jetzt raus? Hier in dem engen Kistchen oder lässt das sein? Nee, noch nicht. Sektor 3. Delta wieder. So. Jetzt kommt gleich DRS. Ja, Jay hat jetzt schon Überschuss. Alter, wie er fährt. Da hat Dave aber auch zugemacht, die Sau. Aber Jay nur ein Ticken zu schnell. Dann ist Jay Dritter. Wunderbar. Delta fährt bei Sprachbefehl. Da gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Da ist Delta. Und da links und rechts. Und links und rechts. Und hat die Session verlassen. Oh, ne, ist okay. Das war's. Dave hat immer ein ganz knappes Kistchen. Mike und Felix kabbeln sich da auf jeden Fall auch gerade. Peter hat eine 3 Sekunden Zeitstrafe bekommen auf Platz 10. Ja, wahrscheinlich mal wieder zurecht vorm Spiel. Und Teamkollege jetzt Felix fährt Mike nicht an den. Aber da kommt DRS. Zündung, Junge. Geiles Bambusel. Was ist mit Marcel passiert? Stimmt, lass mal zu Marcel gehen. Moment, was ist das für ein Channel? Ach. War der in der Box? Jo, der war in der Box noch. Okay, Marcel lacht gerade, was passiert ist, aber du warst in der Box. Gut, wir gehen wieder hoch. Ja, wir gehen wieder hoch, alle konzentriert. Alle konzentriert. Der Box, als ob der Fehler macht, ja. Okay, also Mike hat jetzt gerade eine 3 Sekunden Zeitstrafe bekommen. Ich denke, er hat ein bisschen zu viel abgekürzt. Felix, ja, wahrscheinlich liegt es daran. Jay, oh, Dave hat sich weggedreht. Dave hat sich weggedreht. Können direkt zu Dave gehen. Ja, Softs bauen schon ordentlich. Alter, was war das denn? Ja, Jay hat mich neben die Strecke geschickt und ich bin auf dem Wurstkorb geflogen. Also war Jay schuld, sagst du? Ja, also der ist mir schon mehrfach beim Bremsen hinten drauf gelatscht. Ja, das können wir ihm ja gleich jetzt mal sagen. Ja, das sagen wir ihm jetzt auch mal direkt. Jay! Ja, ich habe ihm einen leichten Stupser gegeben aus Versehen und danach hin. Also ich habe ihm dann auch wirklich sehr viel Platz gelassen und dann hat er sich leider selber von sich aus weggedreht, weil er wahrscheinlich Angst hat, dass ich Druck mache oder sowas. Aber es war halt definitiv mein Fehler, weil ich mal halt hinten drauf gefahren bin. Ich habe halt zu spät gebremst. Sieht Dave auch so. Ja. Ey, ich werde auch noch gleich
gerne mich entschuldigen. Das ist halt wirklich mein Fehler gewesen. Aber er hat sich halt selber alleine weggedreht. Also um ein bisschen zumindest nochmal, ne? Also ich habe ihn nicht umgedreht oder von hinten dann angedreht oder sowas, sondern es war noch auf der Geraden, wo ich ihm Stupser gegeben habe, beim Bremsmanöver. Also es war nicht Absicht. Tut mir leid. Hey, ne? Wir sehen Sachen, nur wir bewerten das nicht. Hey, ihr seht da auf jeden Fall die Sachen. Klar, also ich muss das nochmal selber angucken, aber ist hundertprozentig mein Fehler. Definitiv. Ein freundschaftlicher Stupser, schreibt der Chat. Das war ein freundschaftlicher Stupser. Ein Respektstupser. Außerdem müssen wir hier vorne mitkämpfen, ja? Ich will hier Platz 1. Ja, vernünftig, dass du vorne mitkämpfst. Und hier, Marcel? Ja, ja? Du musst Erster werden, ansonsten habe ich ein Problem. Ja, ich habe auch ein Problem, das ist Mirari. Alter, Junge, ich selbst schon genau klar, wenn werde ich alle verlieren. Was ist hinter dir? Was hast du alles gewettet, Bram? Ja, eine war, dass du Erster wirst, Dritter wirst, Entschuldigung, meine ich. Ja. Die andere war, Marcel wird immer Erster. Und die dritte, aber die werde ich, ich habe gesagt, sowohl Wusi als auch Delta kommen beide nicht in die Punkte. Und da glaube ich, das wird easy. Oh Mann ey, was ist das hier für ein krasser Dreikampf? Weil ich müsste in die Box. Ja, also wenn die anderen gleich in die Box gehen, kannst du auch rein. Fighten. Ich brauche mehr Frontflügel, wieso habe ich es nicht gemacht? Ich bin die ganze Zeit off-track. Oh, Jay auf jeden Fall vorne mit dabei gerade schon wieder. Jetzt versucht der Kampf um Platz 2. Ja. Aber Christian auch gerade in dem Dreierfeld. Oh, so spannend auf beiden Seiten. Und Jay wird jetzt die Führung übernehmen, weil Ray und Annie in die Box gehen. Ja, das heißt, Jay kann jetzt ein bisschen rausfahren, um dann gleich als Dritter aus der Box zu kommen. Sky-Kartoffel. Ah, Christian fährt auch in die Box, okay. Dann haben wir Sepp und Sky-Kartoffel. Wo ist Peter? Peter ist drittletzter. Soll mal fragen, was da los ist. Können wir machen, ja. Hola die Waldfee, ey. Peter! Was geht ab? Ja, was geht ab, ist die Frage, die wir dir stellen. Wieso? Du bist drittletzter. Ja, ich war schon an der Box. Ja, okay, das ist aber keine Ausrede leider mehr, weil halt die meisten anderen auch. Echt? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute. Okay, also mehr als die Hälfte war schon in der Box. Also ich glaube, das für dich relevante Feld, die waren noch nicht. Aber Vertrau an Ibram. Komm mal. Wow! Oh, Alter. Dave, die Dave hat gerade mit Christian eine krasse Kollision gehabt. Jo, haben wir so angeschnitten gesehen. Also ich bin vor Chris, ja, ich weiß nicht, was ihr habt. Und der hat einen Ferrari. Ja, über Chris reden wir nicht. Ich möchte einmal meine Entschuldigung an alle Chris-Ultras aussprechen und allgemein an alle Zuschauer. Das war nicht gewollt. Ja. Nehmen wir so mit. Habt ihr überhaupt gesehen? Nee, ich weiß schon. Naja. Es ist schon so viel passiert schon wieder. War direkt am Anfang. Da hab ich unterschätzt. Verbrennt ihn. Nein, wir verbrennen ihn nicht. Peter hat auch noch irgendwas mit ihm gemacht. Also wir sind tot. So, wir gehen wieder hoch, weil Wusi ist direkt hinter Delta. Dena, Entschuldigung. Und danach kommt nur noch Walle und dann wäre tatsächlich einer der Mods in den Punkten und das wäre Kacke. Tuki ist gerade Zweiter. Ah, Wusi fährt in die... Wusi, Duki, mein Gott, was haben die alles für Namen, ey? Ja, Wusi, Breezer, Family Box, also jetzt wirklich nur bis auf die ersten drei von Porn for Gamers waren alle an der Box. Ja, aber hier Marcel muss ja zum Beispiel nicht mehr. Genau. Der fährt durch, also wird der doch noch Erster, weil Jay muss noch. Und selbst wenn Sepp nicht mehr müsste, wird er den kriegen. Easy. Außer Sepp rammt gleich Marcel Kiefer einfach weg. Was natürlich sehr schade wäre. Ja, wir sind Sepp auf 2, aber man darf sagen, nicht vergessen hier die Boxenstopp-Situation. Oh, da ist Sepp aber Marcel sehr nahe gekommen. Damit übernimmt Marcel wahrscheinlich Platz 1.
Also da hat er ihn ja auf jeden Fall offenbar ein bisschen aufgehalten. Es sind ja unterschiedliche Rennen, fahren die beiden sozusagen. Sepp einfach hinten rein. Ja, aber das war ganz schön. Jay hat währenddessen eine Zeitstrafe bekommen. Also das könnte sich natürlich auch auswirken auf seine Endplatzierung. Ja, nachher rutscht er deswegen auf den vierten oder so. Ja, ist die Frage, was du zählen lässt, ne? Ins Ziel gefahren ab Platz 3 oder... Nee, Endtabelle. Okay. Ja, wir müssen jetzt hier gar nicht irgendwie komisch rumrechnen. Ganz am Ende gibt es eine Tabelle, wer da auf der 3 steht. Also Jay wird da stehen natürlich. Weil ich glaube an den Jungen. Und damit ist Marcel Erster. Leck mich am Arsch, ey. Und er muss auch nicht mehr in die Box. Das finde ich alles ganz schön belastend. Ja, wer noch an die Box muss, ist Duki. Mirari hat ihn jetzt auch überholt. Das heißt, er ist tatsächlich Zweiter aktuell. Ja, Duki ist schon geil. Ich frage mich, ob Duki einfach draußen bleibt. Da würde er aber einen Platz verschenken. Welche Strafe gibt es eigentlich, wenn du dann nicht in die Box fährst, obwohl du hättest gemusst? Ich denke, du wirst disqualifiziert. Okay. Gibt auf jeden Fall einige starke Sachen an, die auch nur 2 Zehntel hinter Jay. Und Mark ist 3 Zehntel hinter Mike. Das ist schon krass. Peter mittlerweile auch wieder 11. bald in den Punkten. Die Mods sind weit und breit nicht in den Punkten. Und da hat Andi DRS gezündet. Und sorgt natürlich jetzt mit dem besseren Abtrieb dafür, dass er sehr gut an Jay rankommt, aber reicht er nicht auf die Distanz. Ich würde sagen, Mark und Jay. Oh, Mark hier sich hart am Verbremsen. Und Mike und Andy und Jay sind so gerade die härtesten Rennen auf der Strecke. Duelle. Duki fährt immer noch nicht an die Box. Ist jetzt 9 Runden auf den Softs draußen. Ja, bei einem 13-Runden-Rennen kann man das doch mal machen. Man fährt ja gleich die letzte Runde auf den gelben. Er hat natürlich gut Plätze gemacht. Also er hat 11 Plätze nach vorne gekämpft, war 14. beim Start. Ja, aber wenn du rechnest, ich meine, wie lange braucht er ungefähr für die Box? 24 Sekunden. 1, ja, so 2, 3, 8, 12. Boah, ist er irgendwie 12. oder so, wenn er wieder rauskommt. Ja, 12. 13. Ja. Könnte mit Sepp zusammenfallen. Das ist schon krass. Andi immer noch hinter Jay, aber viel wichtiger ist es, warum Jay noch hinter Ray? Ich meine, klar, Duki wird gleich da oben verschwinden. Mirari und Marcel werden die Sachen unter sich machen. Und ich habe eigentlich gehofft, dass Marcel nicht alle Rennen Erster wird. Andi hat eine 3-Sekunden Zeitstrafe bekommen. Das könnte natürlich Jay jetzt in die Karten spielen, aber bereinigt ist er nur 4. aktuell. Ja, aber wichtig ist, dass er Ray kriegt trotzdem. Ja, das wird eng. Also ich denke, wenn er gut so weiterfährt und er wird trotzdem von Andi überholt, kann er immer noch 4. werden. Ja, aber das reicht ja nicht. Ja, leider nicht. Das reicht ja nicht. Komm, Jay, in dem Renault, hol dir jetzt Ray. Du hast schon 4 Zehntel gut gemacht. Oh Mann. Jawohl, da sind wir im DRS-Fenster. Jetzt Doppelkurve, okay. Dann starten Sie gerade, Jay, und dann gönnst du dir. Duki ist damit weg. Damit haben wir jetzt endlich die Bereinigte. Alle hatten ihren Stopp. Boah, da kam Jay richtig kacke aus der Kurve, ey. Krass, hat DRS-Fenster verloren. Ach, Jay hat auch 3 Sekunden Penalty. Scheiße. Stimmt, Jay hat auch eine Strafe. Ah, das bringt ihm dann gar nichts. Ja doch, er muss ihn halt überholen und dann noch... Ja, aber zumindest auf Andi ist es quasi... In zwei Runden. Ah... René ist mittlerweile Vorletzter. Nur Delta ist noch mieser. Schon geil. Der muss 5 Sekunden aufholen in 2 Runden. Ja, und Andy ist natürlich ganz knapp dahinter. Mark ganz knapp hinter Dave, der wiederum ganz knapp hinter Mike ist. Aber ich muss sagen, hier ist aber nicht so viel Chaos wie in Monaco. Wir haben auf jeden Fall dieses Mal viel diszipliniertere Fahrer mit dabei. Ja, obwohl das Ganze hier ohne Schaden abläuft, ne?
Haben wir schon andere Rennen gesehen. Ja, genau, weißt du, ich weiß noch Monaco, wo die Leute quer standen, da kam keiner mehr durch und so Geschichten. Ja gut, das hier ist natürlich auch nicht Monaco, aber ist heute sehr spannend. Und da kann sich Dave jetzt Mike... Nee. Ja, Mike hat später gebremst. Wer weiß, wer später bremst, ist länger schnell. Christian auch, er hat 14. Peter mittlerweile 10. und damit in den Punkten. Und ich kann mir vorstellen, naja, wobei, ne, in der einen Runde wird er wahrscheinlich nicht 4 Sekunden noch gut machen. Ich glaube, Mark, Dave und Mike sind auf jeden Fall da, so einen krassen Dreier. Und Andy und Jay, boah, gute Frage. Ich hoffe so ein bisschen darauf, dass Mirari und Marcel sich vielleicht vorne noch umnocken. Und dass Marcel nämlich nicht immer Erster geworden und Jay kommt dann als Dritter ins Ziel. Dave konnte Mike jetzt überholen. Mark direkt hinten dran jetzt, hat es auch kurz probiert, aber war dann doch zu langsam. Oder der Abstand war zu groß. Mark auch ganz knapp hinter Mike, ey. Ist schon auf jeden Fall Manish Detroit. So. Und Dave ganz vorne weg. Der Anführer der Pimmelparade. Ja, mir ist auch aufgefallen, der Chat schreibt gerade, dass Andi die Kurven sehr eng nimmt, ja. Ja, hat man jetzt gerade eben nochmal gut gesehen. Da auch wieder. Wo die Schuhe erstmal. ja. Ich sag mal so, wie es ist. Da vorne. Ist enges Rosettchen. Das wird nix. Oh, komm Jay, saugen. Duki, 3 Sekunden Zeitstrafe. Komm schon Jay, du musst saugen, Junge. Saugen. Gut, also jetzt ist so diese Runde Zeit, eine ganze Sekunde aufzuholen. Das, ja, er wäre jetzt endlich da mal fast im DRS-Fenster drin. Was, ich glaube, einmal noch kommt, wa? Genau, ja. Aber man muss trotzdem sagen, also Jay, auch der 4. Platz, absolut herausragend. Ja, wieder aber vor Dave. Jay, der 3. Platz wäre ja noch geiler. Komm, Jay, ran mit dir. Jawohl, schön die Kurve geschnitten, hat keiner gesehen. Saugen! Komm schon, Jay. Jetzt DRS sofort. Und Jay! Oh nein! Oh nein. Da okay, wart. Mike noch 3 Sekunden Strafe. Also Mark wahrscheinlich dann 8. Oh Mann, ey. Ja, aber ja, gut also gefangen. Ja, toll. Das war ja schön, dass er sich gut gefangen hat. Also ich weiß nicht, ob er ihn noch gekriegt hätte. Es wäre auf jeden Fall sehr schwer gewesen. Ja, aber er hätte echt eine Chance gehabt. Mit dem Schlitterer auf keinen Fall. Wow. Mirari. Ja, trotzdem 2. Hoffe ich zumindest. Das ist der Bot, der fertig. Alter, ey. Ja, also Marcel Kiefer 1., Mirari 2., Ray 3., Jay 4., Andy 5., Dana auf Platz 6. Auch nicht schlecht. Ja, Dave 7., ja, haben wir schon Besseres gesehen. Sky Kartoffel auf der 8, Mark 9 und Mike auf der 10. Peter knapp die Top 10 verpasst mit Chris und Sepp direkt hinten dran und René und Delta, ja, naja. Bin ich gespannt, jetzt wenn sie sofort an einem Ziel sind, sehen wir noch die restlichen Strafen. Da fährt René jetzt noch durchs Ziel. Ob wir vielleicht noch was übersehen haben. Genau, Strafen werden jetzt noch mit drauf gerechnet. Da haben wir wieder die Top-Animation. Richtig schön. Ah, Jay bleibt 4.
hat sich, glaube ich, nichts geändert, oder? Da, Jay und Andy hatten beide die Sekundenstrafe. Genau, das heißt, dass er sich nivelliert. Mark und Mike, 9 und 10. auch jeweils 3 Sekunden. Ja, und Peter hat auch... Ah, sogar 6 Sekunden hat man. Ja, aber Mike sogar 6 Sekunden. Ich weiß nicht, wieso Peter da noch... Wie er das noch geschafft hat. Wir gehen mal dem Sieger gratulieren. Ja, Moment. Mal wie jetzt ich, Marcel, GZ, Erster. Dankeschön. Dankeschön, ja. Dankeschön. Gerne, ne? Leider nicht die Fastest Lap, aber immerhin das. Ja, immerhin das. Wäre auch echt schlimm gewesen, wenn du Zweiter gewesen wärst. Mann. Oh Mann, naja. Dankeschön. Und sehr leider nicht Dritter. Aber immerhin, die Wette läuft noch für dich. Ja, deine auch. Ja, die läuft noch. In Mexiko, ja? Vielleicht habt ihr Glück und irgendeiner räumt dich vom Feld ab und du bist nicht Erster. Ja, mal gucken. Oh Mann. Auf jeden Fall, die eine Boxenstopp-Sache war, glaube ich, gut gemacht. So hast du am Anfang direkt so die Probleme, direkt die Box gewechselt und musst danach nicht mehr in rein. Das war schon geil. Ja, das auf Russland funktioniert das echt gut. Man kann direkt eigentlich 8 Runden auf den Softs, deswegen wusste ich ja, das sollte klappen. Und dasselbe hat eigentlich Jay gemacht, nur die andere Richtung. Und bei ihm hat es ja auch recht gut geklappt. Ich glaube, war Platz 4 oder 5. Ich weiß es gar nicht mehr. War auf jeden Fall solide. Gute Team-Performance. Ich glaube, heute kann keiner sagen, dass ich das Ding allein geholt habe, falls ich es holen sollte mit dem Jay. Hey Jay, auf jeden Fall heute ganz stark mit dabei. Fast Dritter. Ja. Leider nicht. Leider nicht. Ohne Zeitstrafe, aber gut. Er hat es trotzdem heimgebracht. Er hat es trotzdem heimgebracht. Ja, wir werden auf jeden Fall gucken. Einen Rennen gibt es ja noch. Mexiko. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Zweiter geworden, da gehen wir jetzt mal hin, auch mit der schnellsten Runde in Team 7. Mirari, Zweiter. Yo. Ja, relativ gutes Ergebnis, weil wenn man sich den Start des Rennens anschaut, ich wurde ja rausgedreht. Ja, trotzdem dann zufrieden oder ärgerst du dich darüber, dass du Marcel nicht gekriegt hast? Ich bin sowas von zufrieden. Ja, dass ich den Marcel nicht gekriegt habe, ist natürlich die andere Sache, weil ich hätte ihn gekriegt, aber ich hatte einen kleinen Bremsfehler nach der zweiten DRS geraten und da habe ich wieder so 2 Sekunden verloren. Ja, da war auch eigentlich meine Chance, ihn zu überholen. Futsch. Jetzt bin ich letzter auf Zweiter mit schnellster Rundenzeit, absolut zufrieden. Ja, dafür gibt es auf jeden Fall den Bonuspunkt für die schnellste Rundenzeit. Der tut natürlich ja, gut. Auf jeden Fall. Die Tabelle ist da. Ich weiß nicht, ob die schon komplett fertig ist. Warten wir nochmal ganz kurz. Ansonsten auf die Team-Performance gehen wir dann ein. Ja, Marc, du bist. Was ist geworden? 9. Ja. Ja. Nicht so toll. Nicht. Woran hat die gelegen? Da kann man sich immer, woran hat die gelegen? Nee, aber. Ja, Quali war nicht so gut. Ich habe heute versucht, immer auf den Mediums zu starten, was vielleicht nicht immer die beste Idee ist. Aber mal gucken, wie es jetzt im nächsten Rennen wird. Da auch wieder auf den Mediums starten? Ich habe halt so weit gedacht, dass wenn ich jetzt den Williams bekommen sollte, der Williams ist schnell in der Geraden und diese Strecke besteht fast nur aus Geraden. Okay, ja, mal gucken. Dann hoffen wir, aber ich weit vorausgedacht. Ich glaube, ich habe irgendeinen von euch in Turn 1 gepuntet, wollte mich fett entschuldigen. Ich weiß nicht, was da los war. Irgendwie. Ja, könnte ich gewesen sein, aber kein Problem. Alrighty. Passiert. Wenn man seinen Bremspunkt verpasst mit so vielen Autos, ist halb so wild. Alrighty. Good race. Viel Glück beim nächsten. Jo, dir auch. Danke. Ja, wunderbar. Dann gehen wir zu Ray und Andy. Wo sind sie denn? Da. Ja, ihr habt ja ein starkes Rennen gemacht zu zweit, ne? Ja. Muss man sagen, ich meine, Andy 5. und Ray 3. Kann man sich doch nicht beschweren. Aktuell, wenn ich es richtig sehe, in der Gesamtwertung 2. Das heißt, Candy for Randy! Ja, okay, Candy for Randy ist dann entsprechend 2. in der Gesamtwertung. Komfortable 9 Punkte auf den 3. und leider aber auch schon fast 20 Punkte, über 20 Punkte auf den 1. Ja, das, gut, Marcel. Die sind sowieso also, weg. Also. Also mal kurz das so zu sagen: größten Respekt für Marcel und Mirari, was die abbrennen, ist krank. Und also Marcel nochmal in eine eigene Liga. Aber rechnen wir mal die beiden Aliens weg.
sind wir beide auf dem Podest gewesen gerade, ja? Und das ist halt geil. So, Punkt. Ja. So, Aliens weggerechnet. Dann, so einfach funktioniert die Mathematik hier. Dann wäre der erste ein Dritter gewesen. Ja, das stimmt. Die Tabelle kommt gleich, lieber Chat. Nee, aber dementsprechend seid ihr auch zufrieden mit eurer Leistung, ja? Mehr als zufrieden. Absolut. Ey. Also Andi muss ich mal hier loben. Andi, das möchte ich mal ganz kurz sagen. Andi hat letztes Mal war ja sein GPO-Premiere und er hat nach dem GPO so gesagt, ja, ich habe eigentlich für das, was meine Premiere war und ich war voll aufgeregt, wurde ich gar nicht so krass gewürdigt so ein bisschen. Ich bin gar nicht so richtig wahrgenommen worden. Das finde ich ein bisschen schade. Dann habe ich gesagt, nimm das als Kampfansage das nächste Mal. Ich glaube, jetzt kann man ihn nicht mehr umgehen. Mit dem Williams so eine krasse Leistung abbrennen, ich finde das mega stark. Also ja, fanden wir auch. Also deswegen, wir haben, hast du auch sehr viel Screentime gekriegt, definitiv. Dieses ganz knappe Rosettchen immer mit Jay die ganze Zeit, das war schon hart. Ja. Aber da auch, also krass, dass Jay die Pole gefahren hat mit dem Renault, ist auch schon echt eine starke Leistung. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, Jay hat sich mega entwickelt. Richtig krass, ey. Respekt dafür. Ja, zweimal Vierter bisher. Definitiv gute Leistung, ja. Wir ziehen aber weiter und gehen zu Team 3. Dave und Valle Gaming. Das ist ja schon ordentlich sonst. Lalle Gaming, um genau zu sein. Lal! So, Valle. Ja. Ne? Belastend. Lief nicht so gut. Woran hattet ihr gelegen? Lief super immer. Ich bin durchgekommen. Ja, aber im Rennen, in dem keinen Schaden gab. Ich bin ohne Schaden ins Ziel gekommen immer. Okay, und Dave, Siebter, wenn ich es richtig sehe. Ja. Boah, das ist, deine schlechteste Leistung bisher. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ja, ey, das ist, also ich sag dazu nur lal. Ja, also du nimmst das heute gar nicht ernst, ja, oder woran hattet ihr Lehen? Ey, ich hab keine Ahnung, ich muss ganz ehrlich sein. Vielleicht habe ich auch einfach ein bisschen wie Nico Rosberg das Spiel schon durchgespielt und ich meine, Charles Leclerc besiegt zu haben, ist ja schon so die größte Errungenschaft, die man mit haben kann. Jetzt noch Lewis Hamilton auf der Abschlussliste. Aber der fährt ja nicht mit. Weißt du, sonst hätte ich geübt. Ah, okay. Okay, okay. Na gut. Ihr seid aktuell Vierter in der Gesamtwertung. Ich bin ganz ehrlich, Dritter zu werden in der Gesamtwertung, in der Konstrukteurswertung wird noch schwer. Ja. Das ist schon... Wird hart, aber die Punkte kommen sofort. Ja, das ist aber die beste Strecke von Valle und ich krieg jetzt hoffentlich auch endlich mal ein anderes Auto als den doofen Alpha. Du bekommst den Alpha. Ja, ich bin Alpha. Hätte halt besser aber das Licht abfahren müssen, wa? Du wirst langweilig. Den Alpha bekommen. Oh Gott. Ach so. Mann. Wunderbar, wir gehen zu Team 2. Geht aber auch. Sebrast oder Renéieu, wie man möchte. Renéieu finde ich gut. Je nachdem, wie man geht. René, das war peinlich. Sag's ruhig, es war peinlich. Nee, hier gibt's aber, ey, ganz ehrlich, ich fahr nicht mit, ja, ich habe kein Recht, mich über irgendjemanden zu stellen. Ja, es war sehr schwierig, also da kamen viele Sachen zusammen. Ich habe mich, glaube ich, in der ersten oder zweiten Runde dreimal in drei Kurven gedreht. Das war natürlich dann Overkill. Die Reifen waren hinüber dann für eine Runde und dann habe ich einen Anschluss verloren. Und dann habe ich nur versucht, irgendwie das Auto zu lernen und die Strecke zu lernen. Aber ich glaube, jetzt für die nächste Strecke bin ich besser gewappnet. Ja, jetzt in Mexiko, da hast du auch mehr Runden. Weil wir fahren jetzt ein 50% Rennen und ich vergesse den Schaden, ist wieder an. Ja, okay. Ich versuche, keinen von der Strecke zu drängen. Mercedes wieder wird's. Sepp, du bekommst einen Red Bull. Oh, cool. Ja, nice. Ja, die Tabelle, wie gesagt, wird ja auch werden sogar. Fertig sein. Bist du zufrieden gewesen mit deiner Leistung? Also die Box, die hat diesmal richtig Probleme gemacht. Ich war da voll am Kämpfen, Christian vor mir. Und dann wollte ich auch in die Box und Christian war auch Ferrari. Und ich war auch Ferrari. Und wenn der vor mir in die Box geht, dann warte ich ja. Dann musste ich... verlängern, hab dann leider ein paar Leute, die vorne gerade gekämpft haben, aufgehalten, weil ich eine Runde dann mit denen mitfahren musste. Dann wollte ich dann in die Box, hab mich verbremst in dieser komischen Boxeneinfahrt, die ja super kurz ist, und hab dann noch eine Runde gedreht. Das war sehr lustig. Ich glaube, das hat vorne für viel Chaos gesorgt und ja, hat ein bisschen Spaß bereitet. Ja, ich erwarte viel von dir.
welche Elf ja, Mexiko, also da, das ist ja meine Heimatstrecke. Ja, wie in Scrap Mechanic damals. Ja, genau. Deswegen, ja, da warten wir viel. Heimat. Bist du Mexikaner? Er ist Mexikaner, ja. Passt. So, wir gehen Team 1. Da, hallo, ihr beiden. Dookie! Ganz ehrlich, zwischenzeitlich, also jetzt ganz am Ende leider belastend, aber zwischenzeitlich warst du Zweiter, ganz lange. Ja, wenn man lange nicht in die Box geht, dann ist man das ganz automatisch. Das ist wunderbar. Da. Das war schon cool. Ich dachte mir, vielleicht schaffst du dir irgendwie noch dir genug Zeit rauszufahren, damit du dann nach der Box doch noch in den Punkten bleibst. Nee, leider nicht. Also da hat mein Skill nicht gereicht. Das Boxenstopp-Widget hat mir zwar gezeigt, dass ich als Platz 13 wieder auf die Strecke komme, aber dann war ich trotzdem hinter Chris und Sepp, glaube ich, wieder draußen auf Platz 15. Ja, und dann reicht dann der Skill einfach nicht aus, um dann nach vorne zu kommen. Aber ist okay, ich bin durchgefahren, das System hat gehalten. Das sind schon mal 2 Pluspunkte auf meiner Liste. Wunderbar. Und Skykartoffel, 4 Punkte. Zufrieden? Ja, doch. Hätte mehr werden können nach dem Qualifying, aber immerhin trotz Dreher noch ein paar Punkte. Weil die anderen alle Strafen gesammelt haben, also die dürfen das gerne weitermachen. Jetzt haben wir ja wieder Mitschaden, deswegen nicht vergessen, wa? Seid wieder ein bisschen lieber. Und wir wechseln nochmal in Team 4. Viel Spaß. Danke. So, hoppala, da muss ich draufklicken natürlich. Hallo ihr beiden. Chris ist gerade auf Toilette, halb Ram. Ja, dann kommen wir gleich nochmal wieder. Das ist alles gut. Okay, alles klar. Bis da. Ja, okay, dann können wir anfangen. Mike, ja. Ein Pünktchen auf jeden Fall jetzt geholt. Zufrieden? Ah, ich hatte so ein geiles Duell mit Felix gehabt, nachdem Felix und Chris sich da ein bisschen näher gekommen sind. Aber ich habe so einen dummen Fehler in der letzten Runde gemacht. Ich habe mir eine Strafe abgeholt und war deswegen 10. statt 8. Aber ansonsten, bis auf diesen dummen Fehler, war das Rennen war cool. Hat Spaß gemacht. Okay, na, das freut mich auf jeden Fall. Ihr seid aktuell Team 7 damit in der Konstrukteurswertung. Ja, heiße Kartoffel holen wir noch. Könnt ihr machen. habt ihr keine hohen Ziele jetzt an das nächste Rennen oder glaubt ihr, werdet auf demselben Niveau weiterfahren? Ich hasse Mexiko, Chris. Also wenn ich auf dem Niveau vom letzten Rennen fahren würde, wäre eigentlich ganz gut. Wäre nur ganz schön, wenn ich dann nicht einen mitkriegen würde. Dann kann ich auch mal weiterfahren. Ja, dann hoffe ich auf jeden Fall mal für dich, dass wir jetzt ein volles Potenzial sehen können. Ja, mal sehen. Wie war denn das Rennen vom René Rast? Ich habe den gar nicht gesehen. War der hinten irgendwo oder was? Ja, der ist Vorletzter geworden. Ah, Formel 1 hält doch was anderes. Scheint wohl der Fall zu sein. DTM, der Renn-Noob. In echten DTM-Rennwagen zu fahren oder am Rechner mit dem Controller Formel 1 Auto scheint was anderes zu sein, ja. Da finde ich Controller aber krasser. Er braucht nur ein Rennen, um reinzukommen. Nächstes Rennen wird der erste, als dies kommt. Ja, ich hoffe nicht. Aber wir haben schon alle Entschuldigungen ausgetauscht. Felix war schon hier, Peter war hier, ich war bei Dave. Alles gut. Kann der Marcel Kiefer vielleicht irgendein Auto vom Wreckfest nehmen? Da haben wir vielleicht eine Chance. Irgend so den Jeep oder den Bus oder sowas? Den Bumble, wie hieß der? Killer Bee? Weil der fährt ja im Bus. Damit würde er gewinnen. Peters und Mikes Punkte sind vertauscht. Nee, Mike ist 10. geworden und Peter 11. Ich war 10. Genau. Genau, und dafür bekommt man keinen Punkt. Ihr müsst die Strafen beachten. Peter hat so viel Strafen, dass der 11. geworden ist. Ja, ist halt so. Und wir Strafen 10. Aber wie? Das heißt, ihr habt alle immer so krass abgekürzt? Ich hab glaube ich 6-mal abgekürzt, ja. Peter sollte den Haas bekommen. Ja, aber Peter auch, oder? Aber da fühlt sich Peter doch wohl im Haas, die kennt er doch. Warum einmal 25, einmal 26 Punkte? Es gibt einen Punkt extra für die schnellste Runde, die hat Mirari bekommen, jetzt in Russland. Müsste Peter nicht einen Racing Point bekommen, laut Jace Tabelle? Das hier ist diese Spalte, hier ist die Gesamtpunktzahl. Ja, sollen wir das alle checken. Danach wird natürlich gegangen bei der Verteilung der Fahrzeuge. Wieso stimmt das wieder alles nicht angeblich? Ja, doch, da steht halt drin, Peter hätte den Punkt bekommen, sondern Mike nicht, aber weil Peter halt vor Mike ein Ziel ist, was ja auch war, aber Peter hat halt so viel Strafen bekommen, dass Mike vor ihm war. Am Ende. Und da zählt ja natürlich dann. Peter war vor mir? Echt? Ja, okay. Und der war 10. und du 11. und dann bist. Im Ziel war er dann aber 11. und du 10.
Ich glaube, nee, war irgendwie anders. Ich war Achter und durch meine Strafen bin ich auf 10 geflogen. Ich weiß nicht. Ja, aber Peter hat auch so viel Strafen, hat er auch noch unten gerutscht. Das war okay, krass. Da haben wir auf jeden Fall drauf geguckt. Ja, okay. Russland das Strafenrennen. So, ja genau, Russland das Strafenrennen. Wir gehen mal weiter in den Channels. Yes. Team 6 ist leider gerade nicht vollständig da, deswegen gehen wir in Team 9. Hallo ihr beiden, ihr Mercedes ALG 2 Racing Teams. Na? Wie geht, wie steht? Dürft Red Bull und Haas fahren und seid ihr zufrieden mit eurer bisherigen Leistung? Nee, ich schieb schon arg selbst Zweifel vor mir her, weil ich heute fahre wie so ein, weiß ich nicht, Querschnittsgelähmter gerade, also komplett Katastrophe, was ich da mache. Ich habe zweimal denselben Fehler gemacht, ich hätte mir halt selber in den Arsch speisen können. Und Pony ist, glaube ich, gerade sein Fenster zu machen, weil ihm irgendwie kalt wird oder so. Ich habe gerade noch gesagt, ich glaube, Turn 1 jetzt in Mexiko, beziehungsweise 1, 2, 3, wird die absolute Vollkatastrophe. Die beiden Ferraris werden mit 370 anschießen und werden da alles wegflügen. Mit Schaden jetzt auch noch an, das wird richtig, richtig krass, glaube ich. Dena kommt sofort, Dena kann nach dem Interview verlangen, den fragen wir sofort noch. Okay, also hast du Angst, ja, vor Mexiko. Aber immer schon, ja, Red Bull ist doch cool, oder nicht? Gar nicht mal wegen der Strecke. Der Red Bull ist cool, aber der Red Bull ist halt auch langsam, was den Topspeed angeht. Ja, moin. Da, guck mal, da lacht sogar seine Freundin, weißt du? Der Topspeed. Das ist halt, weiß ich nicht. Und was ich da in Russland eben gefahren bin, war einfach so grausam schlecht. Ich glaube, ich bin noch nie ein schlechteres Rennen gefahren als das. Kannst und du dann beinahe, jetzt gleich besser darstellen. Ja, Mike hätte mich beinahe wieder abgeschossen, bevor ich in die Box fahren wollte. Da hätte er beinahe den Marcel aus Brasilien gemacht. Aber nur mal Schwein gehabt. Ja. Wunderbar, Wunderbärchen. Pony, bist du da? Yo. Yo, zufrieden? Ja, klar, total. Nee, Alter, das, reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Der Vertrag bei Ferrari ist für nächstes Jahr zwar drin, aber sonst reden wir nicht drüber. Ja, vielleicht gut. Als Caterer. Als Caterer, ja. Aber wobei, warte mal, wer auch immer diese Haas Pit Crew angestellt hat, Junge, die haben das Original, die haben original den Reifen in Slow Motion drauf gemacht. Die haben, kein Scheiß, die haben gezögert. Die Animation ist kurz, die haben wirklich gezögert. Kurzarbeit. Die sind in Kurzarbeit. 3,9 Sekunden Stopp. What the 60% fuck? Lohn, 60% Speed. Ganz normal. Ganz normal, ja. Unfassbar. Oh, wunderbar. Okay, wir gehen mal in Team 10, weil den hat es auch noch in einem Interview verlangt, bevor wir gleich gucken, ob die Mods nochmal auftauchen. So, Aloha ihr beiden. Dena, die gelüstet ist nach einem Interview, wurde mir gesagt. Erstmal Gratulation zur guten Leistung. 8 Pünktchen gab es in dem Rennen. Nö, ich wollte euch gar nicht hören. Ich wollte das Rennen starten. Ich dachte, das geht erst, wenn ihr kurz da wart. Ja, das ist richtig. Keine Antwort. Wir gehen quasi jedes Team einmal durch. Du hast kurz geflasht. Ja. Aber wenn du irgendwelche Fragen an Peter oder mich hast, dann schieß los. Ja, ich meine, hier, wie gesagt, also 8 Punkte geholt, starke Leistungen von 2 auf 8 Punkten. Ja, doch, fand ich schon nicht schlecht. Woran hat es gelegen? Daran, dass es keinen Schaden gab? Oder das war super, guten Start gehabt. Nee, ich hab ausnahmsweise ja mich nicht gedreht. Und das hat dazu geführt, dass ich glaube, ohne Dreher wäre ich selbe Position im ersten Rennen auch gewesen. Das war ziemlich gut. Also eigentlich bis auf die erste Runde fehlerfreies Rennen. Viel Glück beim Start gehabt. Und ja. Ja, und Peter, du quasi ins Ziel, noch in den Punkten und dann kam die Abrechnung dann irgendwie nicht mehr. Ja, aber trotzdem habe ich mich verbessert. Bisher in beiden Rennen von meiner Quali-Position verbessert und jetzt schon mehr Punkte als im ganzen letzten GPO. Ich bin zufrieden. Okay, und was ist jetzt der Reach für Mexiko, den du haben willst? Erster? Naja, ich hab jetzt schon mehr Punkte als im letzten. Also, kann ist ja alles nicht, egal. Alles egal. Spiel durchgespielt für heute. Ja. Wunderbar. Aber jetzt wieder Schaden an, ne? Jetzt Schaden wieder reduziert, nicht vergessen. Okay. Nicht realistisch. Wir gehen auch kurz zu den Mods und danach starten wir. Wobei, die Mods ist ja falsch, weil wir haben eine Moinsen. Hallo, wo ist denn Delta hin? Dem ist der PC abgeraucht. Also im Sinne von tot oder kommt sofort wieder? Wie sehr tot, weiß ich nicht, aber ich denke nicht, dass er wieder kommt erstmal. Oh, okay. Das klang nicht so dolle. Oh, schade, wir hätten unfassbar gerne gewusst, was der denn da gemacht hat, dass er die ganze Zeit von links nach rechts gefahren ist. Wie so ein besoffener Hund, ey.
Ja, der hat es einmal rausgedreht, dann sind die Reifen wahrscheinlich zu warm geworden. Würde ich jetzt behaupten. Und dann wieder links und rechts. Hat Spaß gemacht. Okay, 18. Ja. Ja. Ja, geht da jetzt noch was? Kriegst du den Ferrari? Wenn Delta raus ist, bekommst du... Meinst du, dann bin ich nicht mehr abgelenkt? Muss ich mal Jay fragen. Eigentlich bekommst du auch, dann rutscht du einen runter, bekommst du auch den Mercedes, wa? Keine Ahnung, mir ist das relativ. Fragen wir mal ganz kurz Jay. Keine Ahnung. Jay Jonathan, wir haben eine Regelfrage an dich, ja? Ja, bitte. Gerne. Delta scheint tot zu sein, von Rechnerseite her. Also der kommt nicht wieder. Ja, über diese saarländischen PCs, okay? Ja, bleiben die Teams, die Rennstelle jetzt so, oder ziehen die dann alle einen nach oben, weil Delta fehlt? Ja, Delta geht ja, also Delta bleibt, Mercedes wird blockiert. Dann einfach. Das hatten wir gerade bei René ja auch so. Ja, okay. Ja, ist also ja, der war auch weniger, nee, Quatsch, das war nicht so. Nee, weil ja Renault weg. Aber ja, nee, ich würde einfach sagen, Mercedes fällt weg und okay. Dann ist gut. Ja. Gut. Dann machen wir bei jedem und wir gehen in unsere Moderatorenkabine wieder zurück und starten sofort in Mexiko. Währenddessen ich kurz das einstelle, bedanke ich mich bei den vielen... hier ist noch nicht eingestellt. So schnell war ich dann doch nicht. So, kurz die Renneinstellung noch einmal gucken. Autoeinstellung fest, Ghosting aus, Schaden reduziert, perfekt. Fehlt nur noch die Strecke. Mexiko! Hoppala, falsch rum. Da. Den Autodromo Hermandoz Rodriguez. Exakt. Oh Mann, ich hab Bock. Ah, so. Wir sind ready to fuck bitches und Swatgott 4 Euro da gelassen, vielen Dank. Maingale hat einen Sub da gelassen, 8-fachen, Blattlauchen 10-fachen, Goldfisch lässt noch einen 9 Prime Sub da. Laser Inström hat 500 Bits da gelassen, Hot Froggy ebenso, Malex 13-fachen, vielen Dank an all die Zuschauer, die uns Subs giften, donaten gerade und war das letzte, Subs giften, donaten und Zuschauen. Zuschaut, genau, danke. Nee, ist mir egal, müsst nicht zuschauen, müsst ihr Subs geben und donaten, dann könnt ihr wieder gehen. Dankeschön. Oh, vielen Dank an all die Zuschauer. Ja, genau, so sieht's aus. Den Schnurri, ja, wissen wir ja noch nicht. Also Moment, damit wir, also während die Leute schon mal bereit drücken, jetzt müssen wir ganz kurz nochmal die Wette durchgehen, ja? Okay, die Mod-Wette ist relativ simpel. Kommt einer der Mods in die Punkte, ja, mache ich meine Mono-Brau. Das wird nicht passieren, das wird mit Wusi auf keinen Fall passieren. So, aber die anderen beiden Wetten. Wird Jay nicht Dritter, gibt's einen Schnurri. Diesen Rennen. Und also das heißt, er kann auch Zweiter und Erster werden. Ja, genau. Er muss Dritter werden. Ich habe darauf gewettet, okay. Er wird ja entweder in Russland oder in Mexiko Dritter. In Russland ist er leider Vierter geworden. Das heißt, er muss jetzt logischerweise in Mexiko Dritter werden. Und die andere war, bei Marcel bin ich mir nicht mehr so sicher, aber ich habe darauf gewettet, dass er alle drei Erster wird oder dass er nicht Erster wird. Ich glaube, dass er Erster wird, oder? Das wenn heißt, Marcel nicht würde... Erster wird. Okay, das heißt dann. Ich habe gesagt, er wird immer Erster. Okay. Das heißt, damit ihr euren Spaß habt, darf Marcel jetzt nicht Erster werden und Jay nicht Dritter. Und am besten kommt du kommt machst es einfach auch in die immer, egal. Nein, ich mach das nicht immer. Der dann Chat wird dich so lange treten, bis du es tust. Nee, das macht gar nicht. Dann habe ich was fürs nächste GPO, was ja auch in gar nicht allzu langer Zeit wieder stattfinden soll. Jay und Marcel wegrammen, GG. Ja, stimmt, quasi. Wenn irgendeiner von denen jetzt auf die Idee kommt, Marcel und Jay wegzurammen, dann bin ich fällig. Das wäre aber echt bitter. Das wäre wirklich, wirklich bitter. So, wem gucken wir denn zu? Nein. Dem Jonathan. Genau, ich habe gewettet, der wird einmal nicht Erster, ja. Sag ich doch. Deswegen, wenn Marcel Erster wird und Jay Dritter, ist alles cool, dann muss ich mich heute nicht anmalen. Und wo sie nicht in die Punkte.
Also aktuell ist er schon mal ganz gut, zumindest in der Quali. Ja, gucken wir noch mal. Guck mal, da rutscht er schon wieder runter. Elfter, zack. Aber wir fahren jetzt auch das lange Rennen. Und auf dem langen Rennen gibt es mehr Zeit für Fehler. Also Peter ist absolut enttäuschend, aktuell letzter Platz. Ja, Peter hat ja schon gesagt, ihm ist jetzt alles scheißegal, ihm reicht. Er hat ja quasi schon mehr Punkte als beim letzten GP erreicht. Das finde ich wirklich absolut enttäuschend. Das ist auch nicht der Spirit, wa? Ja, nee. Marcel wieder Mediums, genauso wie Mirari, alle anderen auf Softs. Und Jay aktuell Zweiter zumindest, im Dritter Renault jetzt. Dritter. Und bleibt Dritter. Das ist schon mal eine gute Ausgangslage. Auch Peter aber sehr weit abgeschlagen. Marcel, erster Witz gibt's Haare, weil du gewettet hast, dass es nicht wird. Ach so, habe ich gewettet. Okay. Auch gut. Ist fein für mich. Ja? Dann schießen wir halt Marcel ab. Ja, Reifen kommen sofort, ja. Also Dave Fünfter. Jay Dritter, wieder besser als Dave. Also ich glaube outqualified, 3 von 3. Ray Vierter. Sky Kartoffel Zweiter. Marcel Kiefer nur Siebter. Aber Wusi hat 4 andere Fahrer outqualified. Ich bin sehr gespannt, was jetzt gleich passieren wird. So. Du hast gewettet, Marcel wird nicht Erster. Ja, genau. Also Marcel darf jetzt nicht Erster werden. Wenn der Erster wird, ist Kacke für mich. Jay muss Dritter werden für mich. Und Wusi darf nicht in die Punkte kommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Marcel startet neben Felix, das wird nix. Habe einen Verbesserungsvorschlag mit der Edding bemalt. Du malst dich nicht jetzt, sondern moderierst den nächsten GPO mit Edding bemalt. Oh, liebe Mods, startet mal bitte eine Abstimmung darüber, ob wir das so machen sollen oder anders. Ich sehe da ein großes Problem, und zwar dein Gedächtnis. Du wirst ja, das nächste GPO komplett blanko im Gesicht anmoderieren. Ich sehe es jetzt schon. Ja, ich werde es vielleicht komplett blanko anmoderieren, aber die ganzen Leute werden safe dann mich daran erinnern. Ja, okay. So, ihr lieben Mods, ihr macht eine Abstimmung, ja? Dragon hat gerade 5 Abos verschenkt. Vielen, vielen Dank. Ja, der Chat vergisst nicht. Ne, ich weiß. Der Chat vergisst nämlich auch nicht. Okay, Abstimmung ist jetzt da. Ja, ihr habt jetzt die Möglichkeit abzustimmen. Umfrage ist offen. Bin sehr gespannt. Läuft, ich glaube, 1 oder 2 Minuten. Viel, viel mehr die ganzen Subs und Abos, die gerade noch reinkommen. Das ist sehr eindeutig jetzt schon. Oh Gott. Okay. Heißt, du willst auch gewettet, ob ich beim nächsten Mal mit einer Monobraue hier sitze, einem Schnurri und Brusthahn direkt zum Anfang. Oh Mann, Jay, werd bitte Dritter. Ich will nicht mit dem Schnurri hier sitzen, ein ganzes GPO lang. Oh Mann, ey, Jay, du musst Dritter werden. Nee, GPO ist ungefähr alle 4 bis 6 Wochen. Das halten wir mittlerweile auch ziemlich gut. Ich glaube, das letzte Mal war exakt vor einem Monat. Ja, ich glaube auch. Jay muss exakt Dritter werden, ja? Wenn er besser ist oder schlechter, spielt beides keine Rolle, habe ich verloren. Ich habe darauf gewettet, dass er exakt Dritter wird. Und los geht's. Der große Preis von Mexiko. 50% Schaden an. Und 1,5 Sekunden Delay, weil alle irgendwie
3000 Leute haben für nächstes Mal gestimmt. Krass. Los geht er. Jay Dritter gerade. Halten! Jay ist auch ganz gut weggekommen. Ray wird hier ein bisschen drangsaliert von der Seite. Aber noch ist nie... Oh, da dreht sich... Oh, oh Jay, aufpassen! Das ist doch weggeflogen. Ja, Jay hat wahrscheinlich was vom Frontflügel verloren. Wenn nein, Jonathan, bitte nicht! Ja, Felix hat es auch ein bisschen nach hinten manövriert. Christian konnte 6 Plätze gewinnen am Start. Oh, und Jay dreht sich wieder. Ja, Jay ist 10. mittlerweile. Und fährt in Peter rein. Peter hat sich auf Platz 9 vorgekämpft, von ganz hinten. Oh Mann. Mirari fällt da zurück. Breezer jetzt in Jay hinten reingefahren, weil er ein bisschen spät gebremst hat vor der Kombination. Lass mal direkt zu Jonathan gehen. Okay, Moment. Das ist Team 8. Oh Mann. Ey Jay, du bist aber gerade Opfer von einem Gangbang, oder was? Das war, ich wurde gerade in alle Löcher genommen. Und zwar nicht nur einmal, sondern viermal oder so. Also das war, ich wurde in jeder Kurve Ping-Pong genommen. In der ersten, dann in der zweiten, dann in der dritten. Ja, ich weiß nicht, jetzt also bist du schon in die Box. Jetzt geh auf die harten, auf harte Reifen und fahr durch. Nee, kannst du knicken. Du wirst mach noch Dritter. Mach zwei Stopp-Rahmen. Okay, du wirst noch Dritter. Ich werde mein Bestes versuchen. Ich habe jetzt freie Fahrt. Ich werde jetzt richtig reinknallen, sage ich dir. Oh Gott, also ich gebe nicht auf, ich werde unter die Top 5 kommen. Wer tritt? Ja, okay, da musst du aber ein bisschen die Leute vorne ablenken. Ja, machen wir gleich. So, ich muss Marcel jetzt... Ach, Marcel, hey, ne? Alles gut bei dir? Nö. Nee, ihn nicht. Ah, wie werden wir jetzt einfach rechts oder links in die Wand reinfährst? Nee. Wäre echt cool. Man muss auch nicht dreimal Erster werden. Ja, doch, muss man, damit du dir im Bart... Nee, den Bart macht Jay. Wegen dich muss ich Brusthaare malen. Oh, wie geil! Wo ist die Monobraue, Bram? Ja, die Monobraue ist gerade 17. Das wird nix. Woozy kommt nicht in die Punkte. Okay, wir gehen wieder hoch. Wir lassen euch mal alleine fahren. Oh, überall gibt's gerade gelbe Flaggen. Ja, Duki hat sich gerade ein bisschen weggedreht. Ist gegen die Wand gefahren, fährt jetzt wieder gegen die Wand, hat seine Reifen zum Glück nicht verloren. Aber dann muss er wieder an die Box. Aber wir bleiben mal ganz kurz vorne, weil Skykartoffel und Andi sich gerade da ein schönes Ding liefern. Skykartoffel zieht rechts raus, ist auf der Innenseite der Kurve und oh, die beiden aber richtig enges Höschen aneinander. Ja, Ray direkt hinten dran. Da könnte ja, so kennt man ihn. Ray steht doch drauf. Human Centipede, Ray ist am Start. Oh, Ray viel zu schnell. Da zieht er einfach raus. Alter! Oh, und Ray außen vorbei! Na, da hat Ray eben Glück gehabt, dass Sky Kartoffel ein bisschen Platz gemacht hat, sonst wäre er da gesandwiched worden. Und damit ist Ray gerade Erster. Holy moly, ey! Oh. Ich möchte mal kurz erwähnen, Peter hat sich 12 Plätze nach vorne gekämpft, Christian vor ihm 6 Plätze nach vorne gekämpft. Ja. Und Dave Punkten. Direkt hinter Marcel. Hinter Marcel, hinter Mars. Voll mit dem mega langen A einfach nur. Bin ich gespannt, was da vorne gleich geht. Also wichtig ist auf jeden Fall, Marcel darf nicht Erster werden und Jay muss Dritter sein. Oh, okay, und Jay ist aktuell 18. Na gut. Gut. Walle mittlerweile hier, René auf der 13. Alles noch enges. Oh, da, was ist mit Ray und da vorne los? Andi, voll dran vorbeigezuckelt. Sektor, was ist Sektor 1 Fehler? Na, Breezer hat die Session aufgegeben. Weiß ich jetzt nicht genau, was da abgegangen ist. Er war auf jeden Fall Letzter. Ja. Und Felix versucht mehr Leute. Ja, gerade an Mike vorbeizukämpfen, der eben von Peter überholt wurde. Und Dave bleibt auf jeden Fall dran, aber Marcel wird auf jeden Fall auch gut blockiert durch Sky Kartoffel. So, was ist mit Breezer? Schau auf die Reifen. LOL, Breezer hat Regenreifen. Was?
Okay, sollen wir ihn kurz mal fragen? Ja, fragen wir ihn mal ganz kurz, bitte. Aber jetzt ist auch DNF. Mal an. Breezer! Was haben wir denn? Ja. Ja, was. Woran hatte ich gelegen? Ja, ich glaube an meiner grenzenlosen Inkompetenz heute. Ich bin heute, glaube ich, nicht mal zu gebrauchen, um aufzustehen aus dem Bett. Warum, das fällt einem jetzt erst auf, warum hast du den Termin jetzt aufgezogen? Ja, genau. Also erstens fahren alle wunderbar, Turn 1, Turn 2, danach komplette Supernova, alles verglüht, Frontflügel weg. Okay, fahre ich in die Box, zieh mir harte Reifen auf, fahr drei Kurven, dreh mich, weil die nicht warm waren und weil das halt so eine Steinwalzen sind, hab wieder einen kaputten Frontflügel, sagt dann meinem Fuzzi hier über Radio, Mediums aufziehen, er bestätigt anscheinend, also hat mir gerade mein Chat gesagt, dass er Intermediates gesagt hat, ich stelle noch einen Frontflügel wechseln und ich komme rein. Ich hab halt gedacht, ich zieh Mediums auf und nicht Intermediates, krieg diese Reifen rangeklemmt und denk nur, willst du mich jetzt verarschen, Spiel? Und hab halt einfach grüne Reifen gehabt. Und dann habe ich mir einfach nur gedacht, nee, Leute, einfach nur nein. Woran hat er die gelegen, ja? Ja, woran hat die gelegen, ey? Also, heute hätte ich besser mal das Pace Car fahren sollen als ein Rennauto. Das war gar nichts heute. Oh, schade, ey. Oder den sorry. Motorroller vom Streckenposten wieder, vom letzten Mal. Oh, schön. Ach. Ja, hat jetzt jeder hoffentlich was zu lachen. Grüße auch an euren Chat. Definitiv, ey. Ich hoffe, das war eine Belustigung in dieser komischen Zeit. Aber du hättest noch mein Gesicht sehen sollen. Ich fahre aus der Box und denk so, the fuck, wieso habe ich grüne Reifen? Was ist denn jetzt los? Oh, Andi angeschubst vom Sky-Kartoffel. Ja. Ja, wir gucken auch gerade, beziehungsweise ich. Ah, Pete an Christian vorbei. Christian zieht jetzt aber nicht mehr nach. Nee, der tritt einfach auf die Bremse und sagt, ich will nicht. Peter macht seine Reifen dreckig. Peter hat aber 3 Sekunden Zeitstrafe, mehrere Verwarnungen schon wieder. Marcel schnappt sich jetzt Geilkartoffel, Rad an Rad. Da vorne also das Fünfer-Ding. Ja, also das ist wirklich super spannend da vorne. Oh! Alter Junge. Dave schon wieder direkt hinten dran. Also Dave kann halt sehr oft Nutznießer sein von irgendwelchen Battles. Aber Ray immer noch Erster. Und der mittlerweile 15. Ja, Peter ist aktuell Best of the Rest, sozusagen. Jo, stimmt. So, damit hat Dave gerade Sky überholt, ist damit wieder direkt hinter Massig. Oh, boah, Alter, Junge. Da davon ist ein richtig enges Hütchen. So, jetzt gleich. Als wenn Dave aus dem DRS-Fenster von Marcel gefallen. Ne, ist er nicht. Ne. Ganz DRS. Knapp. Warum? Marcel vergewaltigt den Williams, ey. Man hört's richtig. Sky-Kartoffel ist an Dave vorbeigekommen. Er hat Sky-Kartoffel auch mehr Windschatten gehabt als Dave. Beziehungsweise hat er überhaupt Windschatten gehabt. Aber Dave kann sich jetzt in der zweiten DRS-Zone wahrscheinlich wieder zurückkämpfen. Ah! Er ist außen. Ja, aber jetzt ist er in. Ah. Und reicht. Oh, knapp berührt. Knapp berührt. Oh, es kann gar nicht mehr zurückstecken. So. Aber damit, durch das Kämpfchen hat Dave 2,5 Sekunden fast auf Platz 3 verloren. JD 14. Peter auch auf jeden Fall super schnell unterwegs. Lass mal zu Peter wieder gehen. Und Peter. Ja. Ja, du sagst, boah, Alter, Fünfter. Ich meine, klar, da war jetzt ein Boxenstopp dabei, aber trotzdem, du bist richtig stark unterwegs. Von 19, Junge. Ja, deswegen, ja. Richtig crazy. Was ist denn los? Ich bin halt geil. Ja, keine Ahnung, was da los war. Viele Leute haben Fehler gemacht. Ich habe halt profitiert. Und sehr, sehr gut gefahren, Peter. Auf jeden Fall der ersten paar Kurven, ne? Also, was ich sehr früh. Da bin ich halt ohne Schaden raus. Und habe mich halt zurückgehalten.
Nicht zu viel gewollt, aber auch nicht zu wenig. Ja, jetzt haue ich hier die Floskeln raus, während ich hier fahre. Also bisher läuft. Gucken wir mal. Ich habe zu viel Benzin mitgenommen, deswegen kann ich nicht. Enges Höschen mit Mike gerade. Ja, ja, der kommt nicht vorbei, das darf er nicht. Habe ich ihm aber auch gesagt. Hast du gesagt, ne? Dann warten wir noch eine Kurve. Ja, easy, ich geh gleich in die Box. By the way, du hast schon wieder Zeitstrafen kassiert, haben wir gesehen. Was? Ich? Ne, hast du Fehler? Ich habe drei Sekunden Zeitstrafe. So, und da zieht Mike jetzt an, den er... Boah, doch nicht. Doch vielleicht... Ne. Doch. Ja, doch, okay, ja, doch. Oder doch nicht. Also Mike, Mike nimmt die Kurven also sehr eng, sagen wir es mal so. Ja. Da ist Mike noch vor der Box an dir vorbei. Und er geht auch in die Box. Ah, gut. Scheiße. Ah! Mann, ich wollte vor ihm in die Box. Okay, naja, reift man echt am Arsch. Auch in die Box. 65%, das hat man gemerkt beim Rutschen da. Mm. So, wir gehen mal zu René in den Channel. Den müssen wir auch. Ja, Jay kommt, wa? 10. Aber der hat noch so. Einmal muss er noch in die Box. Bin ich auch also, sehr Jay gespannt. Hat schon mal gestoppt, ja, aber Softreifen, das wird er nicht zu Ende fahren können. Nee, das wird auf keinen Fall zu Ende fahren können. Marcel mittlerweile Erster, ja. Fuckt mich ja richtig ab. Vor allen Dingen, weil die anderen, die hinter ihm stehen, ja auch noch nicht in der Box waren. Genau, also das ist auch wirklich bereinigt sozusagen. Ja. Aber Ray ist ja sehr nah hinten dran. Ja, aber und das wird er nicht halten. Da zackst du mir schon bei einer Sekunde. Andi, ich will mir keine Brusthaare malen. 1,2 Sekunden, nach zwei Kurven, eine halbe Sekunde. Und jetzt wird Ray auch noch in die scheiß Box. Oh Mann, ey. Ja, Marcel ist ja auch auf Mediums, das heißt, er wird als nächstes auf. Ja, ist die Frage, auf was er wechselt, aber. Ray, Andy auf Mediums. Oh Mann, ey. Peter Box, Andy Box, Ray Box, Mark Box. Damit haben wir auf jeden Fall einen großen Teil des Feldes mittlerweile geboxt, wa? Ja, fast die Hälfte. Und Porn4 Gamers hat sich rausgedreht. Pony raus! Ja. Jo, ganz raus! Ab zu Pony! Ja, Team 9. Nur richtig. Ich bin mal ganz kurz da. Folgendes. Ohne Scheiß. Ich bin richtig froh, dass Audi nicht mehr in der DTM fährt. Ich bin richtig froh. Jetzt kommen die Schwergeschütze. Pizmeet Stream, ich distanziere mich von diesen Aussagen. Ich habe da keine Aktien drin. Ich bin 50% pissed und 50% verdammt froh, weil ich muss Seitrennstart extrem dringend kacken, Alter. Okay, aber was ist denn jetzt passiert? Sag uns doch noch kurz. Ja, René, Rast ist in mich reingefahren vor dem Stadion und ich habe mich gedreht und dann in die Mauer und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist auch egal. Ja, okay, aber lass uns zu René heute scheiße. Ah, fucking hell. Aber ich sauge den Blame heute auf. Blamet alle mich für alles. Passt. Okay. So, bis gleich. René! Ja, bitte! Hallo! Du lachst schon so! Es tut mir leid! Ey, bei mir musst du dich nicht entschuldigen. Wir sind nur Moderatoren, wir gucken uns das nur an, ne? Ja, ich kann leider gerade nicht zu ihm in Discord gehen. Aber ich probier's mal so, wie der Dave vorhin gemacht hat. Bitte gib die Entschuldigung weiter. Wir waren leider zuerst bei Pony im Chat. Und? Aber er war 50% pissed und 50% froh, weil er kacken muss. Oh, ja, dann geht's ja. Ist er eingeschlagen oder was? Ich dachte, ich hab ihn nur gedreht. Nee, er ist tot. Oh, Kacke. Ach du Scheiße. Das tut mir leid. Aber man merkt bei dir, du kommst mittlerweile besser mit dem Auto zurecht, obwohl du die Strecke noch nicht kennst. Also man merkt es schon so, läuft besser. Ja, die Strecke kenne ich ja schon. Also ich bin schon mal auf der Strecke gefahren, ja? Also, ja, okay, Entschuldigung, aber, ja. Aber den Rest, naja, keine Ausreden, ich muss mich da jetzt rantasten. Egal, ja. Es macht auf jeden Fall Bock. Und ich lerne ganz viel. Das freut mich. Ja, wir gehen mal nach oben, mal gucken, was für Aktionen noch so passieren werden hier. Wir haben auch viel Erfolg.
Christian, kurz hinter Dena. Und da bin ich jetzt gespannt, ob Chris es schafft, jetzt sich an A, an Dena ranzusaugen, wie so eine geile französische, und B, Dena von der Strecke zu kicken. Oh, Mirari, 5 Sekunden für Rasen in der Boxengasse. Als Zweiter, ganz schön bitter. Aber ich möchte nur mal ganz kurz an der Stelle sagen, ja, dass... also Marcel hatte noch keinen Boxenstopp, okay. Ja, aber Jay ist jetzt aktuell zumindest Vierter. Ja, aber der muss auch noch mal in die Box. Der kann ja jetzt nicht noch die Strecke auf den Softs fahren. Ey, der wird auch wahrscheinlich relativ bald an die Box müssen. 10 Runden jetzt auf den Softs. Oh Mann, ey. Peter in der Sky-Kartoffel. Und René, ganz knappes Höschen hinter Sepp, zieht vielleicht jetzt auch gleich an ihm vorbei. Ja, oh jetzt, Innenseite. Aber die beiden haben sich, glaube ich, auch abgesprochen. Ja, Sepp rutscht jetzt so ein bisschen hier nach hinten, aber das wird wahrscheinlich auch an seinen Reifen liegen. Die sind sehr alt, 11 Runden. Sind aber trotzdem die harten. Wie hat Jay denn geschafft, nicht Jay, Christian, von 0,7 Sekunden auf über 2 auf Felix zu verlieren? Und ich habe doch nur kurz geguckt, wie René Sepp überholt hat. Ja, einen Fehler gemacht wahrscheinlich. Hat er einen Fehler gemacht wahrscheinlich. Muss ja. Ja, ich weiß, also wir wissen alle, dass Jay nochmal in die Box muss. Ja, er fährt ja 3-Stopp-Strategie, hat er, 2-Stopp-Strategie, hat er schon gesagt. Und wir hoffen auch auf jeden Fall. Sepp hat jetzt schon wieder einen Platz verloren. Ja, und René noch einen gekriegt. 12. mittlerweile. Er ist mittlerweile drin gefühlt. Umso länger das Spiel dauert, umso besser wird die ganze Geschichte für den. Mark legt Mark, sich jetzt mit Mike zurecht. Ganz kann sauber, auch den Vorderkurve überholen. Vorbeigefahren. Gibt da noch saubere und ehrliche Rennfahrer hier. Also Mike nimmt die Kurven auf jeden Fall sehr eng. Also ich glaube, er hat schon eine Strafe. Würde mich aber nicht wundern, wenn er noch eine bekommt. Ja, das sind wirklich 36 Runden. Also jetzt nicht mehr. Jetzt nur noch halt 23. Aber es waren mal 36. Muss sagen, so irgendwie so hinter Mark gefühlt alles sehr eng beieinander. Und dann hast du vorne Marcel. Ja. Und selbst gut, wenn er gleich in die Box geht. Ja. Der fährt noch 2-3 Runden, bis er über 24 Sekunden ist, und dann wird er in die Box erst gehen. Felix jetzt an Peter dran. Mal gucken. Und René überholt Mike noch kurz vor dem Stadion. Hat auch geklappt. So. Dena und Peter. Jetzt zusammen. Er zündet, macht gleich Zündung. DRS. Jetzt kommt Dena angeflogen. Ja, Peter in. Oh, als wenn die Zweikampf fahren. Ui. Ja, also nicht vergessen, die sind ja in einem Team. Ja, eigentlich schon, aber das sieht bei Dena nicht so aus. Leute, ich muss ganz kurz nochmal. Das war natürlich gerade nicht so gemeint mit Audi und so weiter, mit Fast, ne? Das war einfach nur Heat of the Moment, Alter, dass mich ein DTM-Champion in die Wand drückt. Dachte ich mir so, ich guck nicht richtig. Alles okay. Hey, wir können kurz mal René in den Channel gehen, wenn du das klären möchtest. Easy, wir sind da offen. Kein Stress, ich sag ihm noch alles gut. Nur Bremse und Gaspedal, dachte ich eigentlich weiß er. Alles gut, kein Stress. Ach, Mann, hat das gehört. Ah, schön, ey. Ah, wunderbar. Jo, bis dann. Wo waren wir gerade? Ach genau, Dena fährt nicht so, als wenn Pete in seinem Team ist. So, das wollte ich sagen. Jay geht jetzt in die Box. Jetzt geht Jay in die Box, okay. Was zieht Jay auf? Ja, wahrscheinlich die gelben, wa? Ja, also, ja? Ja. Ja, gelb. Ja, die harten wären, hätte er früher in die Box gemusst. So, Mikkel wird ihn noch kriegen. Walle wird ihn noch kriegen. So, das ist das Schlimmste für mich, ja? Boah, Sepp kommt super nah dran an Jay. Ja. Vielleicht geht dann sogar noch.
Ja, nee, also nur wenn er verrückt ist. Ah, oh Gott, ey, als wenn du jetzt 11 Plätze holst, das ist... Boah! Marcel mittlerweile 14 Runden auf den Mediums, 15 jetzt, und Dave hat eine Strafe bekommen. Ja, 15 Runden auf den Mediums, und Jay will jetzt noch 20 Runden auf den Mediums fahren. Oh Mann, ey, Mirari jetzt schön hinter René. Wer dann kriegen? Ich weiß es nicht. Oh, 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 oh. Marcel jetzt in der Box. Ja, damit ist Andi erster. Und der war auch einmal in der Box. Wir gucken uns das so schnell mal an. Ja, auch einmal in der Box. Und Marcel geht jetzt sogar noch auf die harten Reifen. Für den Rest der Zeit. Ja, wenn er auf Softs gegangen wäre, hätte er wahrscheinlich nicht zu Ende fahren können. So, Mirari, Husankris, René, oi, oi, oi. Marc, alles da, richtig Rosetti. Und damit haben wir ihn nicht eng, falls er irgendeiner nicht verstanden hat. Also René kämpft sich jetzt ganz gut vor, ist der zweitbeste Verbesserung sozusagen, 9 Plätze hat er sich schon nach vorne gefahren. Ja, ich weiß auch nicht so. Der ist irgendwie seitdem Rennen ausgewechselt, wa? Ja. So, und da ist Marcel jetzt trotz seines Boxenstops nur 3 Zehntel hinter Andi. Der hat die schlechteren Reifen als Andi. Mit 6 Runden Mediums sind die auf jeden Fall deutlich besser als die harten auf 0. Und trotzdem. Ja, jetzt wetten, jetzt zündet Marcel sofort DHS und dann wartet mit Andi schon. Obwohl er den Williams fährt. Ja, währenddessen wurde Christian leider durch die Viererkette durchgereicht und ist jetzt auf Platz 11. Damit René jetzt in den Punkten. Wusi Vorletzter, alles klar. Muss aber einen kleinen Blick machen. Und Andi macht noch einen Boxenstopp, Marcel nicht, ja, genau. Das ist da, was ich meinte. René damit 8er. Was ist denn los auf einmal mit dem Jungen? Wieso ist der davor nicht so gefahren? Lag das nur daran, dass er die Strecken noch nie gefahren ist? Ich denke, das macht super viel aus, ja. Ja, aber macht das den Unterschied zwischen ich bin Vorletzter oder Letzter oder yo, ich fahre jetzt... Also ich meine, der war ja am Anfang ja auch noch nicht so drin, aber jetzt in den letzten Runden holt er jede Runde 1 oder 2 Plätze. Ja, weil... Ja gut, Russland ist natürlich auch ein bisschen enger, da sind die Wände näher an der Strecke, vielleicht... Hat sie ihn da noch mehr abgeschossen. Das haben wir jetzt ja nicht gesehen, aber der fährt auf jeden Fall sehr gut. Ja. Peter, oh, da war schon wieder Knäppchen, ey. Ich finde interessant, wie gleich eigentlich Felix und Peter sind. So generell. Fahren jetzt hier auch wieder hintereinander. War, glaube ich, in den USA auch. Ja, ist doch scheiße, aber welches Auto die fahren, nur. Ja, sogar einen unterschiedlichen Wagen. Ja, spricht nicht für den, der schnellere Auto fährt. Ja, da wird geballert jetzt. Jetzt kommt Peter, schön DRS ran. Brummel, brummel, brummel. Wo ist denn die Hummel? Und an den er vorbei. Aber Peter ist nicht so ein Arsch und zieht rein. Also jetzt schon, da war genug Platz, aber der wäre nicht so wie Felix gewesen. Der ist 13. ist gerade an Mikkel, an Mike vorbei. Ja, er heißt halt Mikkel, weißt du. Ja, Marcel ist sehr knapp, sehr nah dran an Andi. Ja, also das ist, die Sache ist durch, Brusthaare stehen, da mache ich mir gar, sofern jetzt nicht gleich, also so Motorschäden und so weiter einfach so sind ja aus. Da ist, worauf ich hoffe, ist, dass Duki oder Wusi den gleich irgendwann abräumen aus so sehen. Ist auf jeden Fall ein bitteres Höschen. Christian, 11. Da scheint er sich auch irgendwie wohlzufühlen in der Richtung. Mirari versucht jetzt an René ranzukommen. Aber René scheint halt mittlerweile drauf zu haben. Ja, weil Marcel Andi überholt auf der Startzielgerade mit DRS. Gar Felix kein wieder mit Peter.
Einer von den beiden schießt sich gleich auch noch ab. Jetzt kommt die RS. Dina zieht raus. Marcel ist auf der 1, ja. Ja, hab ich gleich. Was ist passiert? Felix. Ja, da hat sich Felix ein bisschen zurückgesetzt. Achso, okay. Bin nahe gekommen. Aber ansonsten, also hat selbes Überholmanöver wie eben, nur eben andersrum. Und die beiden. Glatze, wenn Husi Erster wird. Ja, aber wenn Wusi dann nicht Erster wird, dann werden hier 500 Subs gegiftet. Will ich auf das Abschießen wetten? Ne, ich wette nicht auf das Abschießen. Na, Andi kriegt Marcel nicht mehr. Alter, ey. Der Junge ist so schnell. Ray kriegt aber vielleicht doch Andi. Also so, jetzt kommen wir zu den Problematiken. Jay ist auf dem Platz, den er braucht, 16, 17, 18, 19, fast 24 Sekunden hinten dran. Ja, also was du bedenken musst, dass alle, bis auf Marcel und vielleicht Christian, alle nicht auf den harten sind und schon sehr alte Reifen haben. Das heißt, die werden wahrscheinlich alle nochmal stoppen müssen. Ja gut, aber ein Großteil von den Leuten, die noch stoppen müssen, ist hinter Jay und den vor Jay, ja, wobei doch die Softs werden auf jeden Fall noch stoppen müssen. Ja, und die Mediums, ich denke nicht, dass Mediums bei 10, also dass die insgesamt 26 Runden durchhalten. Naja, wahrscheinlich nicht, wa? Wahrscheinlich nicht. Skykartoffel ist knapp hinter Dave gerade. Ah, Jay 10. Das Problem ist aber, dass Jay wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, Jay muss auch noch mal in die Box. Das funktioniert ja eigentlich nur, wenn der jetzt durchfährt. Ansonsten wird das ja nichts. Wenn man sich die Boxstops anguckt, Jay, wie gesagt, ist der Einzige, der jetzt schon 2 Stops hatte. Wenn der auf 3 Stops geht, dann hält er sich ungefähr da, wo er jetzt ist. Ja, Jay, also im Chat steht gerade, dass 20 bis 21 Runden mit den Reifen, die Jay gerade fährt, easy drin sind. Das heißt, es kann sein, dass Jay nicht mehr stoppen muss. Ja, okay, dann schreibt der Chat, aber wenn dem so ist, warum hat Marcel danach 16 Runden gewechselt? Er hätte ja dann auf die Mediums wechseln können, wenn man mit den Easy 20 Runden fahren kann. Ja, aber war Marcel nicht vorher schon auf den Mediums? Also er muss ja eine zweite Reifenmischung nutzen. Stimmt, er musste, das heißt, und auf die Softs konnte er nicht wechseln. René auf Platz 15 direkt hinter Felix. Alter, komm, oder ganz unten. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Felix wird echt komplett durchgereicht. Ja gut, aber Felix hat jetzt auch gestoppt. Also ja, trotzdem. Also das Battle um Platz 14 da, das ist nicht echt sozusagen. Jetzt kommt Sepp dann noch ein bisschen in die Quere. Sepp ist komplett am Sack. Sagen wir so, wie es ist. Ja, Sepp muss noch stoppen und der ist gerade überholt worden von dem Typen, der gerade das zweite Mal schon gestoppt hat. Sepp hat noch gar nicht gestoppt. Ja, genau. Sepp ist der Einzige, der noch nicht in der Box war. Überleg mal, weißt du, bis 15. hast du auch gar nicht gestoppt, während andere schon ein oder zwei Mal gestoppt haben. Das heißt, der hat 50 Sekunden oder mehr rechnerisch schon auf die Leute verloren. Ja, vielleicht reißen da nochmal ein bisschen weichere Reifen das Ganze raus, aber ich vermute, ja, das wird nichts mehr. Das ist schwach. Dave auf jeden Fall jetzt ganz knapp in der Skykartoffel immer noch, aber er scheint einfach nicht da vorbeizukommen. Obwohl man sagen muss, hier in Mexiko gibt es schön viele Stellen, wo man überholen könnte. Ja. Aber jetzt kriegt er ihn wohl. DRS-Zone. Bambusel. Na, vorher schon. Ne, gerade genau dann, wenn DRS losgeht. So, Andi hält sich, finde ich, aber gar nicht so schlecht hinter Marcel. 1,8 Sekunden in Anführungszeichen nur. Ja. Dave damit 4. Jay 9. So, und wenn wir jetzt nochmal uns kurz die Boxenstrategie angucken, dann wird Marcel nicht mehr stoppen. Aber alle anderen vor Jay schon. Das ist gut. Ja, also man muss natürlich bedenken, die hinter ihm dann, die stoppen werden, auf welche Reifen die gehen. Und Jay hat dann sehr alte Reifen. Also hat er einen großen Nachteil. Reifentechnisch zumindest. Ja, was bei Peter los ist, weiß ich auch gerade nicht. Der Typ, der Junge, der macht auch richtig, richtig Gasi. Und Mirari kommt da auch nicht so gut dran vorbei.
Felix jetzt wieder hinter René. Auch knappes Höschen. Da bin ich jetzt gespannt, ob wie Felix da überholen wird. Jetzt gleich kommt ja noch kurz die rechts, doppelrechts und dann geht es ein Stückchen geradeaus. Und dann kommt ja die. Es ist eigentlich eine Schikane, Doppel-S, wie nennt man das? Ja, diese S's, ja. Also ich habe aber die Vermutung. Da sieht man richtig immer den auf der Null auf der Strecke. Ich vermute, dass Felix René gar nicht einholen kann. Also René hat Felix eben schon überholt und ich glaube, er ist einfach schneller. Meinst du, heißt Dena bleibt jetzt 13. bis zum Ende des Rennens? Das würde ich nicht sagen, aber ich könnte mir vermuten, wenn René keinen Fehler macht, dass er vor Felix bleibt. Da, schön, Jay. Jawohl, gönn dir, Marc. Alter, ganz ehrlich, ja, das stimme ich dem Chat zu. Egal, was Jay wird, der ist auf jeden Fall für mich der Fahrer des Rennens. Der ist in Relation zum letzten Mal, ist er richtig stark dieses Mal. Ja. Jetzt gönnt er sich auch noch Mirari. Komm schon, in zwei Kurven, Junge. Siebter. Und da kommen die Stops ja erst noch. Da kommen die Stops noch. Ja, leck mich am Pfötzchen, Alter. Das könnte jetzt was werden. So, der nächste ist Peter. 1,6 Sekunden, man sieht ihn schon. Ja, Alge. Genau so sieht's aus. Holy moly. Marco und Mirari auf jeden Fall sich auch schon am Gönnen. Alter, Jay ist so schnell. Ja, also, nie wieder, dass ich Jay so loben werde. Ja, wenn er Peter hat, dann ist erstmal lange nichts mehr. Ja, das heißt, das wird wahrscheinlich erstmal die letzte Überholmanöver. Was sein Dave jetzt an der Box? Ja, zack, ist das nämlich der erste. Ja, jetzt kommt gleich DRS. Jawohl, Jay ist im DRS-Fenster. Jay ist im DRS-Fenster. Ne, ist er nicht. Wieso nicht? 1,007? Oh, ist das bitter. Ja, knapp nicht drin, offenbar. Mike gerade an immer noch vor Felix Mirari Box. Jay jetzt auf ein 4/10 ran. Jay komplett gesaugt. Alter, Jonathan, ich will den Moritz ab. Ich meine, wenn du Dritter wärst, schwör ich, mein Gott, das würde ich ganz schön feiern. Der Chat würde ich ganz schön hassen. Und dann Schräne für Dave, der ist nicht mehr Brams Liebling. Doch, ich mag Dave noch. Ich würde mich voll freuen, wenn Dave Erster wird. Weißt du, Dave Erster, Marcel Zweiter, Jay Dritter. Easy, finde ich voll cool. Jay darf nicht Zweiter werden. Das wäre katastrophal. Deswegen muss Andy oder Ray jetzt gleich in die Kurve, in die Box. Ja, das werden sie auch wahrscheinlich. Das ist alles hier ein Rumgeficke, ey. Ist die Frage, ob sich Peter auf den Kampf einlassen will. War schon 15 Runden auf den Mediums. Aber gut, der wird auch nicht mehr stoppen. Boah, was heißt das für den Kampf einlassen? Das ist einfach ein Schlucken. Ja, gut. Ja. So, als wenn du sagen würdest, Sepp macht das noch. Der immer noch nicht in der Box war und trotzdem 15. Alter, ey. Ray auf jeden Fall da vorne und Andy. Finde ich gut. Ich glaube, die pushen sich zur Höchstleistung. Die sind immer noch, obwohl wir schon 25 Runden fahren, nur 4 Sekunden hinter Marcel. Ja, das sah in den anderen Rennen auf jeden Fall anders aus. Ja. Aber, ja. Ja, Peter lässt sich nicht auf das Rennen ein. Der hat gar keine Schnitte. Das ist. Mit jeder Aktualisierung der Rundenzeit ist Peter langsamer als Jay. Jetzt ist passiert das, was ich eben schon gedacht habe, dass... Oh, Rasen in der Boxengasse, auch noch zusätzlich. Ja, und gelbe Flagge. Und zwar in Sektor 1, ja. So, jetzt Jay, du musst jetzt Gas geben. Sky-Kartoffel und Dings sind vor dir. Komm, hau das Schnitzel. Da fährt Andy wieder raus, aber hat jetzt 5 Sekunden Strafe. Jay ist damit Vierter. Oh, schon gelbe Flagge, war gar nicht in Sektor 1. Ich habe nur auf der Karte den gelben Punkt gesehen, deswegen habe ich nur kurz hingeguckt. J
Jay Dritter, okay. Christian, auch Box. Das, jetzt haben sie vorne alle nochmal hier einen abgestoppt. Dave, kurz hinter Pete. Und ich glaube, Dave stoppt nicht mehr, Peter stoppt noch, logischerweise. Ja, also für Jay wird es auf jeden Fall eng. Also das sind jetzt noch 10 Runden, er hat 11 Runden auf den Mediums. Die anderen haben jetzt bei 15, 16 Runden Mediums gestoppt. Also... Ja, und das sind noch 18 Sekunden, die Jay aufholen muss. Ne, stimmt gar nicht, sind nur 2 Sekunden, die Jay aufholen... Ne, stimmt gar nicht, das sind 18 Sekunden, die Jay aufholen muss. So muss ich es gucken. Oh Gott. Und da kommt auch noch der Typ Dave, der seine 2 Rundenreifen gerade hat. Ja, also Peter ist ordentlich am struggeln gerade. Ja, Peter ist raus. Ja, da fährt auch in die Box. Ja, vernünftig. Oh, jo, und geblitzt worden. Nee, doch nicht. Voll damit genommen, sehr schön. Oh, René, kriegt er den Peter? Jo, kriegt er. Dann ist René Siebter. Felix kriegt Peter auch wieder. Jay ist Dritter. Da sind die beiden wieder zusammen. Jay ist Dritter. Wieso ist Jay Dritter? Das habe ich gerade verpasst. Ja, weil die anderen an der Box waren. Ray aber auch nur 1,4 Sekunden hinter ihm und mit 9 Softs. Also. Alter! Wird lange dauern. Jonathan, William, Moritz, Arvid! Wenn du mich ein bisschen liebst, ne? Wir werden nicht zu Jay in den Channel gehen. Jay ist so einer, der wird ja, der wird auf der Startziel gerade in der letzten Runde mit der anbremsen, damit Ray Dritter wird. Oh Marcel, Mann, ey. Stoppt nochmal und geht auf Softs. Also der fährt nicht durch mit seinen harten. Jo. Und damit ist Andy und dann. Ray hat Jay. Erster! Schon der DRS-Zone bekommen. Ja. Alter, also? Guck mal, Jay kann mittlerweile den ersten sehen. Ey, ich weiß nicht, ob sich der Stop von Marcel gelohnt hat. Wenn du 20 Sekunden Vorsprung hast, kannst du glaube ich, boah, weiß ich nicht. Dann gehen wir zu Rain Channel. Ja, das ist Channel, was ist denn das? Wo ist denn Ray? Da, auf jeden Fall. Also, das war vorne. Ray! Ist. Ne? Ja. Willst du noch Zweiter? Nee, Andi, war ein taktischer Fehler von uns. Ich hätte mit Andi in die Box müssen, nicht später. Dadurch hat er einen massiven Undercut gemacht. Das kriege ich nicht mehr rein. Und okay. Für Andi ist es, glaube ich, WM-technisch wahrscheinlich wichtiger, die Punkte zu sammeln, als für mich. Bleibst du vor Jay? Ja, normalerweise müsste ich vor Jay bleiben, ich habe die besseren Reifen. Was muss man dir denn geben, damit du nicht vor Jay bleibst? Nur so aus Interesse. Wenn Marcel Kiefer dann in die Wand fährt. Genau. Das muss ich dir geben, das wird ja nicht passieren. Das musst du uns geben, du musst ihn so nerven und penetrieren, dass er in die Wand fährt. Das kann ich nicht machen, das ist der falsche Channel. Ja, ist gut. Oh Gott. Ah, nein, da gehen wir nicht drauf ein. Wir gehen wieder in die Moderationskabine, ist ja los. Andi hat 5 Sekunden Strafe. Ja genau, was der Chat eben angemerkt hat, Andi hat eine 5 Sekunden Strafe. Ah, oh, das da vorne ist auf jeden Fall hartes Brot, ey. Wenn Andi eine 5. Das reicht dann trotzdem nicht, weil Jays Reifen einfach zu beschissen sind. Ja, also Dave und Sky Kartoffel laufen jetzt auch sehr auf Jay auf, also. Ja, das der hätte die Harten nehmen müssen. Oh, fuck, Alter. Jay hat auch 3 Sekunden Strafe. Das heißt, er hat nur 2 Sekunden Vorsprung auf Andy. Und mit jeder Aktualisierung ist Ray ein Stück weiter weg. Guten Tag. Hallo. Ich wollte noch ganz kurz meine Ehre retten. Der Breezer hier. Ja. Ich habe tatsächlich Mediums ausgewählt und aus irgendeinem Grund hat das Spiel mir gesagt, alles klar, wir ziehen Intermediates auf. Ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, dass mein kleiner Restfunken Ehre vielleicht noch gerettet wird von heute.
Also wir nehmen das zur Kenntnis, aber deine unfassbare Story wird trotzdem in die Äonen eingehen, dass sie bewusst war. Ja, ja. Nächstes Mal sind wir auch Team Intermediate. Kann man mich jetzt schon drauf festnageln? Geil. Geil. Jay ist raus. Fuck. Naja, Dave überholt, Sky Kartoffel überholt, damit Jay nur noch Sechster. Mirari gönnt sich jetzt Dena und Peter gönnt sich Dena. Boah, Alter, Junge, wie sie beide an denen da vorbeifahren, richtig humiliaten. Also sollte aktueller Stand Jay jetzt stoppen, würde er... Ja, also nicht mehr Top 10. Lass mal zu Jayden Channel gehen. Okay. Jay, du bist am Arsch. Ja. Du hättest die Harten nehmen müssen, wie ich dir gesagt habe. Dann wäre ich niemals da vorne noch mitgefahren. Das ist viel langsamer. Das ist schon die richtige Taktik. Das Problem ist, ich hätte eigentlich einen Stopp gefahren. Mit Rot-Gelb. Und da wäre ich wahrscheinlich Zweiter geworden. Bei dem Start, scheiß. Die Pace habe ich halt. Ja, einfach ganz langsam. Bring's nach Hause. Du hast so eine große Lücke zum nächsten. Geht halt. Also ich bin jetzt bei 46% der gelben Reifen. Das wird locker reichen für die letzten 5 Runden. Aber machst du halt nix. Also ich bin halt dem Startunfall geschuldet noch 6. Das ist fucking awesome. Ja, das reicht aber nicht. Ja, aber ich hab einen Deal ausgemacht. Marcel, wenn du jetzt rechts in die Wand reinfahren würdest, ja, dann würden Andi und Ray dir folgen, haben die gesagt. Ich will deine Brust bemalt sehen, so. oh Mann, ey. Nach aktuellem Stand, liebe Zuschauer, kriegst du sowohl den Schnurri als auch die Brusthaare beim nächsten GPO. Nur Wusi enttäuscht nicht. Die Monobraue bleibt mir erspart. Oh. Ja, aber gute Leistung, Jeff, weil du bist der Fahrer der Herzen. Ja. Der Chat, ich hab schon den Chat immer mal. Ich sehe den Chat mit Jay, Take My Energy und so weiter. Viel, viel Dank. Also Andy, Ray und Jay waren die stärksten Fahrer heute, würde ich sagen. Ja. Stimmt, und nicht der dreimal gewonnen hat. Aber von dir erwartet man es ja. Alle hoffen noch auf einen geplatzten Reifen. Den Gibbet nicht, der wird nicht kommen. Ja, ich weiß, den Gibbet auch nicht. Der wird nicht kommen. Doch, den Gibbet, aber der wird nicht kommen. Dafür bin ich halt einfach zu weit noch. Das funktioniert. Easy. Ist halt echt ärgerlich. Aber du hast so einen großen Abstand, du wirst immer in die Position halten. Ja, denke ich auch. Ah, da vorne will sich gleich zwei abschießen. Ja, das wäre natürlich top. Dave und Kartoffel jetzt gleich. Da sehe ich mich. Ja. Ich versuche dran zu bleiben, so gut es geht, aber es ist halt diese Wahl, der Reifen ist halt durch. Hey, Bennett. Das merkt man ja. Wir gehen mal wieder nach oben. Guck mal, ganz ehrlich, das halt... Der Chat so Jay am Cheeren ist, ja. Ich glaube, das ist in der ganzen 9-jährigen Geschichte von PeteSweet noch nicht einmal passiert. So eine positive Stellung hatte Jay noch nie in unserer Community, glaube ich. Ja, wirklich so der Herrscher einfach nur. Oh, richtig schön, ey. Ich finde es immer noch faszinierend, wie nah Felix und Peter sich immer noch sind. Also, ist jetzt zwar ein bisschen auseinandergezogen, aber. Trotzdem. Moment, was fahren die eigentlich? Red Bull und was für Peter den Racing Point. Genau, Racing Point. Das spricht eigentlich dafür, dass Felix ein deutlich schlechterer Fahrer ist als Peter, oder? Ich weiß gar nicht, wie das in der Reihenfolge ist vom Spiel. Die scheint ja anders zu sein. Welcher Wagen da dann besser ist im Spiel und welcher schlechter. So, Mirari auf jeden Fall. Könnte Peter jetzt snacken nochmal? Aber wobei, ich glaube, die DRS-Zone ist nicht lang genug. Kommt ran. Aber Snack wird halt nicht. Nicht mit fast einer Sekunde. Dave immer noch nicht Sky Kartoffel gekriegt. Richtig enttäuschend. Ich hoffe immer noch darauf, dass Sky Kartoffel und Dave sehr nah auf Ray auffahren jetzt und die zu dritt einfach explodieren. Und der krass ist, finde ich, René. Ja. Siebter mittlerweile. Das ist schon ein starkes Höschen.
Ja, 11 Plätze nach vorne gekämpft, also genauso gut wie Peter. Er ist auch stark, das wisst ihr. Ja, also zusammen haben sie sich quasi nach vorne gekämpft. Dafür hat Felix 2 Plätze verloren, also so gesehen wäre Felix der schlechtere Fahrer in dem Vergleich. Kann man ruhig mal so sagen. So, wie oft war Sepp mittlerweile in der Box? Ich war wahrscheinlich einmal. Also Sepp fährt die Ein-Stop-Strategie. Die scheint nicht so zielführend zu sein. Bei Wusi warst du 3-mal in der Box und er ist mit 23 Sekunden letzter. Ja, gut. Also Andi, wenn das noch richtig ist, hat ja die 5-Sekunden-Strafe. Wenn Ray jetzt keine Strafe hat, dann würden die aktuell die Plätze tauschen. Ja. Da können wir ihm mal sagen, vielleicht wird Ray da ein bisschen langsamer, damit er da nicht so nah dran ist. Willst du es wirklich tun? Na, das wär schon gemein und fishy, oder? Ja, nach so einem schönen Rennen. Auf die Idee müsste ich schon selber kommen. Vielleicht kann der Chat ihn das ja einfach schreiben. Ja, genau. Ganz von sich aus. Aber wir wechseln da jetzt nicht rein. Wenn einer von denen streamt, ab und zu gibt es ja vielleicht mal so einen kleinen Blick nach rechts. So, und da ist Dave und er saugt sich wieder näher ans Geierkartoffel und kriegt dann am Ende eh wieder nicht. Der mittlerweile 8 Sekunden, 8,5. Oh, das ist alles ganz schön bitter. Aber schönes Rennen, da muss man den lassen, den allen. Ja, alle drei schöne Rennen. Ein paar Leute sagen jetzt, frag mal Sepp, was soll ich denn Sepp fragen, warum du so weit hinten bist? Aber von mir aus, dann kannst du Sepp gehen. Okay. Sepp! Servus, hey! Die Community fragt sich, wie man mit einer Zwei-Stop-Strategie so weit hinten sein kann. Ein-Stop, sogar. Ja, Ein-Stop, Entschuldigung. Farmer weiß, also. Dann ja, also du warst nicht der Einzige, der weiß gefahren ist. Es sind. Von Anfang? Ich glaube 6 Stück oder so sind weiß gefahren. Ja, mega dumm. Verlierst du jede Runde 3 Sekunden. Also, oder 3 bis 4. Also, das war nicht smart. Also, ich wollte auch. Also, Marcel ist damit Erster geworden. Ja, aber okay. Ne? Der kann das halt auch. Also, ist ja jetzt ein hinkender Vergleich, oder nicht? Noch trennen nicht vorbei, ne? Wird auch noch. Ja, ich kann noch alles regeln hier. Wird auch noch. Nee, aber du bist der Einzige, der auf einen Stopp gefahren ist, auf jeden Fall. Ja, irgendwie habe ich mich verklickt anscheinend am Anfang und dann habe ich gedacht, jetzt ziehst du auch durch. Jetzt ist es egal. Jetzt musst du dich dafür entschieden haben und der taktische Mexikaner in mir, der hat sich gedacht, ich ziehe mal jetzt durch. Okay, hast du schon den Chat mal beobachtet? Ja, was ist da mit Jay los? Ja, Jay muss Dritter werden. Ich meine, das wird er jetzt auch nicht mehr. Aber die Sache ist die, wenn Jay Dritter wird, muss ich mir im nächsten GPO kein Schnurri machen. Und trotzdem gönnt der Chat Jay, dass er Dritter wird. Obwohl ich da nichts machen müsste. Ach, krass. Ja. Voll cool. Voll der Ehrenchat, ey. Ja. Das ist echt cool. Aber das wird nicht passieren. Marcel wird jetzt sofort in die jetzt in Sektor 3 reinfahren. Und wir gehen, genau, wieder nach oben. Letzte Kurve. Und da... Oh, da macht er nochmal ein bisschen Show. Ah, okay. Ja, komm! Irgendwas, Bot, sorgt dafür. Nein, tut er nicht, Andi ist drunter geworden. Und ja, Jay wird damit Sechster. René dann dementsprechend Siebter, hoppala. Aber starkes Rennen von René. Starkes Rennen von Jay, auch von Peter, hat natürlich sehr viel Glück am Anfang gehabt, aber konnte es dann halten. Das war durchgehend stark auf jeden Fall. Gucken wir jetzt nochmal an, ob da vorne was sich verändert. Your Raid Zweiter, Andi Dritter. Wegen der 5-Sekunden-Strafe.
Das war GG. Das war ein richtig, richtig schönes Rennen. Nur zwei Ausfälle. Das war wirklich sehr stark. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich gar nicht gedacht, ey. Marcel erster, Ray zweiter, Andy dritter. Da kann man wirklich nur applaudieren. Das war stark. Und wir gehen direkt mal zum Sieger, dem Gesamtsieger auch in den Raum. Holy moly! Wie viele Strafen! Ja, Strafen gab es einige. Hört man mich? Oh, ja, okay. Man hört dich, ja. GZ! Ja, freu dich auf deine Brusthaare. Ja, hey. Aber trotzdem geil. Sehr stark. Dreimal Erster geworden. Stark. Einmal nur in Equal Car, das ist okay. Das war echt top. Geile Rennen. Definitiv. Das war richtig, richtig stark. Und wen wir natürlich jetzt auch dazu holen können, ist Platz 2 und 3. Mit Andy. Der ist auf jeden Fall dabei. Und wo ist noch Mirari? Dann haben wir nämlich irgendwann zu besiegen. Platz 1, 2 und 3, alle zusammen. Gratulation, Jungs. Oh. Starke Fahrt. Stark. Richtig starkes Rennen. Warum wurde ich jetzt runtergezogen? Ja, damit du dir mal selbst auf die Schulter klopfen kannst, dass du geil bist. Okay. Ich hab mal Ray dazu geholt, Bram. Ja, Mann. Ach, schon, die Punkte sind doch gar nicht vergeben, Leute. Stimmt! Danke, Ray! Du musst natürlich Ray noch zuhören. Ey, wir kommen gleich wieder zu dir, ne? Was? Alter, ich meine natürlich Ray und Andy und Marcel. Ja, richtig gutes Rennen. So rum. GG. Ja, Mann! Das war richtig, richtig stark. Ich war echt am Freuen, ey. Geil. Ja. Das ist 21. Ah, sorry. Alter, Bruder. Das war ein richtig, richtig starkes Rennen von euch dreien. Ja, Marcel, eigene Liga, aber geiler Kampf. Will ich nochmal. Trotzdem nochmal GG, Marcel, richtig geil. Richtig geiler Kampf. Ja, auch stark, Marcel. Ray und Andy, ihr wart verdammt stark diesmal. Ich sag, ihr beiden und Jay wart die stärksten heute. Dankeschön fürs Kompliment. Vielen Dank. Auch geile Leistung. Auch. Also wirklich, jedes Rennen war ihr mit dabei und jedes Rennen habt ihr drei einen richtig geilen Fight gehabt. Egal ob Equal Cars oder realistisch. Ich glaube, diese Fahrerwertung funktioniert teilweise. Ich brauche nur noch ein paar Handicaps fürs nächste Mal irgendwie. Irgendwas mit Stopp-Steuerung. irgendwas. Und dann wird es richtig geil. Also du musst vier Stopp fahren. Egal. Saugeiles Rennen von euch. Du musst immer eine Mischung härter fahren als alle anderen. Das ist doch ein gutes Handicap. Nee, du fährst aber auf Regenreifen, easy. Ah ja, oder? Das hat Breezer schon probiert. Ja, stimmt. War Breezer im Red Bull? War das er? Mit Intermediates. War im Red Bull, ja. Ich glaube schon. Also er war das ja, auf jeden Fall mit Intermediates. Weil ich meinte, am Seitenrand stand ein Red Bull mit Intermediates und nicht so zu, hat er gerade Intermediates gehabt? Ich habe keine Zeit auf Reifen zu gucken. Nicht so, ich meine, da war was Grünes, das gehört ja, nicht ja, zum Red Bull. Ich habe auch im Unterbewusstsein gedacht, war das gerade grüner, aber das kann nicht sein. So, wenn wir jetzt auch noch dazu holen können, natürlich so als Gesamtvierten und Jay als Gesamtfünften, ne? Gratulation. Auch Jonathan, das war, glaube ich. Sind wir durch, würde ich sagen. Das war stark, ey, das war stark. Wir gehen mal in die Tabelle rein. Habe ich so. Also, ich habe jetzt die Nullpunkte nicht mehr geordnet, ne? Also, da weiß ich jetzt halt gerade nicht, wie das da aussieht bei den anderen, ne? Die sind jetzt halt einfach Platz 13 alle. Ich weiß nicht, könnte sein. So, das ist auf jeden Fall so. Krass. Habe ich schon gesagt hier am Anfang. Hallo? Hallo. Alter. Hallo, Leute. Jay, habe ich in dem letzten Rennen deinen Frontflügel kaputt Stimme gemacht? Stimme in meinem Kopf. Alle. Das war wirklich eine Zusammenarbeit. Ich wurde in der ersten Kurve wurde ich gebumst, in der zweiten Kurve wurde ich gebumst, in der dritten Kurve wurde ich gebumst. Ja. Und das ist in jeder Kurve weggebumst. In der dritten Kurve wurdest du so hart gebumst, dass du mich gleich mit weggebumst hast. Und danach habe ich gedacht, Jay, an der Stelle ist saukrass, dass du mit den Mediums durchgefahren bist, habe ich null mitgerechnet. Ja. Das war halt mein Plan. Ich hatte halt vorher 51% Rennen gemacht und bin halt schon 18 Runden mit Gelb gefahren und fand das zufrieden und dachte halt so, okay, ich fahre Rot-Gelb. Hat leider dann nicht so ganz funktioniert. Also doch, hat es schon im Prinzip, aber
Also die Taktik halt von Chris und mir auf Weiß zu gehen war jetzt nicht so geil. Ja, hey, same. Weiß war kacke. Amateure. Ich kam bin Ringreifen gefahren. Das war übrigens ein Bug. Ja, hab ich gesehen. Ja, das war ein Bug. Ich hab nochmal nachgeguckt bei mir. Ich hab in Mediums ausgewählt und auf einmal kriege ich grüne Reifen dran und denke, ich stehe im Wald. Sicher, dass du nicht die Intermediums genommen hast? Ja, ja, ich hab nochmal nachgeguckt. Ich hab wirklich Mediums genommen und nicht Intermediates. Keine Ahnung. Hier auch nochmal in den also wenn ich persönlich nochmal in den Vordergrund sehen würde, ist einmal Team nicht trainiert, definitiv. Ja, sehr stark. Yes, Peter boys. Und Felix. Finde ich wirklich eine starke Leistung, die eigentlich immer konstant in den Punkten irgendwo waren. Ja. Und wer auch noch krass war, vor allem im letzten Rennen halt, das war dein zweites Rennen, René, oder was? Also, ja, das fand ich auch. René hat einfach mal Platz 7 rausgerockt, nachdem er halt am Anfang... Von 18. Nice. Ich glaube, gestartet richtig, auf 18 oder 7. Ja, danke. War cool. Sehr nice, René. Danke, Felix. Felix, wusstest du meine Strategie? Ich wollte eigentlich hinter dir hinterherfahren und meine Reifen sparen, aber auf einmal hast du mich vorbeigelassen. Ja, meine Strategie war, meine Reifen zu sparen hinter dir. Und es hat auch für ein paar Runden geklappt, im DRS-Fenster immer schön geblieben. Ich habe noch gesagt, ja, vielleicht macht er sich jetzt seine Reifen kaputt, wenn er gegen mich verteidigt, und dann kann ich am Ende vorbei. Aber dann war es schneller. Ja, war lustig. Ja. War cool. Es war auf jeden Fall heute wieder ein sehr, sehr spannender Abend. Vielen, vielen Dank. Gratulation an Marcel, an Andy und an Ray für die Plätze 1, 2, 3 und natürlich Kontrollwertung auch. Kieferwurf für die Sauber. Candy for Randy und Team Forzilla und vielen, vielen Dank an alle anderen, die mitgemacht haben. War stark, war wirklich stark und ich freue mich dann, uns in 4 bis 5 Wochen wiederzusehen zur nächsten Ausgabe von GPO. Ja, wir machen noch eine 2.19 auf jeden Fall, weil wir ja noch drei Rennen übrig haben. Strecken, ne? Genau. Ja, also das dann auch mit Regen dann. Die Ungarn, China, Spanien, geil. Oh, China ist ja geil mit der langen Geraden. China ist ja geil, aber der Rest ist ja mal absolut weg. Gibt's noch eine finale Tabelle irgendwie? Achso, ja, die will ich nicht sehen. Im Stream kann man die gerade sehen. Also man könnte sich die Mühe mal machen, also die GPOs kann man sich zusammenrechnen, das könnte man mal machen. Ja, aber im Discord haben wir noch nicht nach dem dritten Rennen quasi Entschuldigung. Alle Rennen zusammengerechnet gibt es auf Twitter bereits. Unter GPO6. Ah, jetzt schon? Unter Hashtag? Ja, nee, von dem heutigen noch nicht leider. Hier. Entschuldigung, hier ist jetzt nochmal der Endpunktestand. Also die Nuller, die habe ich nicht mehr sortiert am Ende, ne? Also, ja, Frechheit. Ich bin erfolgt. Ihr seid alle 13. Ein Punkt. Oh Mann, Marcel, kam es mir nur so vor oder hat der 20er viel, viel mehr Grip? Der was? Kam es mir nur so vor oder hat der 2020er viel mehr Grip? Der 2020er in den ganzen Gameplays, ja, definitiv. Okay. Das weil wurde auch gesagt, oder? Von Lee Mather, der hat es erwähnt. Ich habe teilweise mich an Stellen quergestellt, wo ich dachte, wie dumm bin ich eigentlich, aber ja, das wird teilweise wohl gewesen sein. Ich verlasse euch jetzt. Habt ihr schon 2.20 gespielt? Nein. Wir gehen mal hier nach oben. Ja, dann kann ich mich nämlich noch bei euch vernünftig bedanken. Und nur noch bei Andi für die Co-Moderation mal wieder grandios gemacht. Ja. War ein bisschen chaotisch vielleicht hin und wieder mal, aber... Ja, gut, das passiert dann immer. Super. Ganz ehrlich, bei einem Event, wo so viele Leute mit dabei sind, da geht halt nicht alles gut, ne? Muss man ja auch an der Stelle. Genau, deswegen kann man auch in den Chat mal schreiben, Andi loben, da kann man auch schreiben, Hashtag Mods loben und da kann man auch mal reinschreiben, ja, Hashtag Zuschauer loben. Ja? Ich meine, für die ganzen Subs, die reingekommen sind, für die Donations, die dabei waren, das ist einfach unglaublich, wirklich sehr, sehr großzügig und dafür vielen, vielen Dank unter anderem an Dislike, an Diplux, an Gurian, Iron Hunter German, Real Bams, Captain Dave und Rotas. Ja, also und die vielen, vielen anderen, die noch dabei waren, insgesamt die über 317 heute dabei waren. Richtig, richtig krass. Vielen, vielen Dank. Oh, das war ein geiler Abend mal wieder. So wie eigentlich immer. Und ich, meine Strafen, ja, die wird die Menschheit nicht vergessen. Ich weiß. Wird am Ende werdet dazu auflaufen, dass ich. Ja, mit dem Schnurri da sitze, mit dem Edding angemalt. Richtig depressiv, Alter. Ja. So, wie immer, nach einem wundervollen Abend von GPO, raiden wir dann nach uns selber. Ja, das ist das, was wir uns dann gönnen. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Morgen um 12 Uhr geht's weiter bei uns mit dem Quarantäne-Stream. Und am Samstag und Sonntag fängt dann unser großes Terraria-Survival-Wochenende an. Deswegen hoffe ich, ihr das schaltet ein und ihr habt viel Bock drauf.
Ich liebe euch alle. Vielen, vielen Dank, Andi, nochmal an dich. Und vielen, vielen Dank an alle Zuschauer und Subscriptions und auch an die Rennfahrer und Teilnehmer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.